sind irgendwann die ganzen Seen so hart mit Scheiße überfüllt. Es ist halt so, weil du kackst nicht in den See. Natürlich, weil du willst ja, du gehst. Wer kackt denn in den See und hat jetzt nichts getrinkt, was er halt nicht Einen wunderschönen guten Tag bei diesem wundervollen Nosserafik-Bay-Spezial, Nummer was auch immer. Wir haben also bald 23. Beziehungsweise ich gehe auf den vermehrten Wunsch von Davis Schulz ein und wir behandeln mal die Zombie-Apokalypse. Wenn der Bedarf da sein sollte, dass wir auch mal über ein ernsteres Thema sprechen, wie zum Beispiel einen realistischen Ausgang. Was für eine Apokalypse? Brüssel. Brüssel der Apokalypse. Das ist dann nicht mehr ganz aktuell, wenn das Video hochkommt. Ja, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ist dann längst wieder vergessen. Aber ja, auf der Welt ist derzeit sehr viel Scheiße los und es kann durchaus sein, dass irgendwie in den nächsten Jahrzehnten sehr ungute Sachen passieren auf der Welt. Vielleicht kann man darüber auch mal ein gesondertes Video machen. Heute jedoch über die Zombie-Apokalypse. Ja, es hängt ja schon zusammen, oder? Ja, schon, wahrscheinlich. Ich habe hier, wie immer, so einen wundervollen Becher vorbereitet. Ist das schon einer der Das ist das allererste, damit es auch Anfang hat. Hier sind wie immer so kleine Zettelchen drin. Ach, da steht richtig viel drauf. Da steht richtig, nee, das steht unterschiedlich viel. Aber Apokalypse geht los. Du bist zu Hause. Was tun? Was tun? Was tun? Ich dachte, man darf das nicht vorlesen. Nee, das ist ja das Einzige. Das ist halt der Start. Das ist halt mit uns drauf. Aber ohne Witz, das finde ich halt auch echt schon interessant, weil ich habe mich halt echt oft gefragt. Erste Haltlos. Ja, sorry. Das ist direkt los. Also, das Ding ist, das kann man sich, glaube ich, vorher gar nicht so zurechtlegen, weil es passiert dann halt einfach. Aber ob man jetzt sofort aufs nackte Überleben aus ist, ja, oder ob man halt irgendwie seine Familie retten will, oder ob man jetzt irgendwie seine Freunde. Du willst seine Familie retten. Vor allem, wie erfährten es? Aber auch Familie und so weiter. Ja, vielleicht liege ich halt auch im Bett. Bleibst du bitte nicht. Vielleicht liege ich halt auch in meinem Bett, weißt du? Und ja, dann bist du tot. Nee, gerade. Ich liege in meinem Bett und ich schließe mich immer präventiv nachts ein, weil ich denke, vielleicht kommt da ein Ruf und macht eine Scheiße. Manchmal, ja. Daniel kommt rüber, ist plötzlich ein Zombie. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht ist Daniel halt auf einmal ein Zombie. So. Ja. Das ist halt schon hart. Also. Ja, das wäre hart. Oder bist du aus Daniel und kannst sagen, ey, Daniel, ist das gerade ein Scherz? Ja, aber ich werde nur zum Zombie, wenn hier schon ein Zombie im Haus ist. Also ich werde halt auch nicht über Nacht zum Zombie. Ja, eben. Aber du kannst ja deine Tür nicht abschließen. Ich kann meine Tür abschließen. Und deine Haustür ist abgeschlossen. Naja, kennst du noch aus. Du hast eigentlich schon eine Woche vorher aus, dass du gebissen wurdest, als ich gemerkt habe, dass du in der ersten Woche einsetzt. Ja, scheiße. Warst du auch ein bisschen Zombie? So. Aber dann gehe ich vielleicht nicht, weil ich kann ja keine Türen öffnen. Ja, das ist halt auch. Können Zombies Türen öffnen? Keine Ahnung. Also, sie können ja auch nicht mit Waffen schießen. Die sind zu primitiv. Okay, sie können keine Türen öffnen. Also, wenn wir jetzt einen Zombie so lebt, dass er dumm ist und einfach nur nach Fleisch riecht und dann dahin geht. Aber selbst wenn, du musst die Tür ja nicht öffnen. Wenn der Zombie klopft, du musst nicht aufwachen. Ich meine, ich komme halt jeden Morgen rüber und sage dir guten Morgen, wenn du Mutter bist. Auf jeden Fall nicht jeden Morgen. Wenn die Apokalypse da ist, kann ich das machen. Und dann haben sie die Tür auf und auf einmal stehst du da halt rum. Aber erstmal ernsthaft, wann würde man das denn rausfinden und wie weit wäre das dann schon verbreitet? Ja, keine Ahnung, du siehst im Fernsehen hier Berlin. Also ich glaube, Alexander, die Frage ist, es jetzt ein Scherz? Nee, wenn das Nachrichten kommt nicht. Also das ist, glaube ich, stell dir so vor wie beim 11. September. Ja. Da hast du als Kind Fernsehen geguckt, weiß ich nicht, da lief Simpsons oder so. Und dann haben die das unterbrochen wegen irgendeiner Nachricht. Das würde so halt stelle ich mir halt auch vor, dass dann irgendwas. Jetzt wäre es auch noch so. Dass es überall kommt quasi. Ja, auf jedem Sender kommt genau, oder Radio. Überall so ein Streifen wird eingeblendet von wegen großes Scheiße passiert. Große Scheiße. Aber Achtung, große Scheiße passiert. Nicht gut. Aber verlassen die nicht das Haus. Die Möbel rast es doch was aus, wenn sie die Polizei rumfährt und voll ist aber auch nicht. Ja, aber ja, das eben, es gibt ja nicht verschiedene, also weiß ich nicht, bei The Walking Dead, kleiner Spoiler, sind ja alle infiziert, ob sie nun gebissen wurden oder nicht. Und wenn sie sterben, verwandeln sie sich, ist echt kein großer Spoiler. Das ist kein großer Spoiler. Das ist einfach nur so das Grundthema da. Echt? Ja. Also wenn du an einer Krankheit stirbst, wirst du auch. Oh, Spoiler! Ich habe halt schon zwei Staffeln geguckt, aber keine Ahnung. Okay. Dann weißt du das aber eigentlich. Sicher, ja. Ja. Auf jeden Fall, wenn das ausbricht, ist es ja nicht überall gleichzeitig theoretisch. Es ist ja dann eher so, Berlin, Alexanderplatz oder was weiß ich, wo viele Leute sind, eskaliert, du siehst das hier. Und dann weiß ich nicht, wie schnell es sich halt verbreitet. Also ich glaube, wenn man jetzt wissen würde, okay, da breitet sich was aus, dann Atombombe drauf. Genau. Das ist halt wieder, könnte halt sein. Also wenn du jetzt vorstellst, auf Island oder so, dann kannst du ja auch nicht weg. Ja,
Also vom logischen her gehen die nicht einfach Zombies mit aufs Boot und fahren mit denen aber, rüber. Also ja, da gibt's ja bestimmt falsche Abwägungen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt vergleichen kann. Aber so Krankheiten sind ja auch theoretisch nicht auf Kontinente gebunden. Ja, ich glaube, das hat halt mit der Inkubationszeit zu tun. Wenn du ja. 28 Days Later zum Beispiel, da wirst du innerhalb von 5 Sekunden oder so zum Zombie oder 10, wenn du gebissen wurdest, und bei, weiß ich nicht, Resident Evil dauert es einen Tag. Hm. Wenn du halt in dem Tag mit dem Flugzeug fliegst, dann ist es auch ein anderer Kontinent. Ja, genau. Aber was ich grundsätzlich sagen wollte, ist eigentlich, das ist halt auch schon interessant, ob jetzt sich das so ausbreitet. Und wenn, also wenn es sich so ausbreitet, werden die halt auf jeden Fall anfangen mit, was denn? Mit Atombomben oder so einer Scheiße rumzu. Also ich glaube, wenn es so ist wie bei Resident Evil und die Leute dann gebissen wurden und dann trotzdem denken, es geht ihnen gut aus, sie werden dann halt so krank und lassen sich ins Krankenhaus einweisen und so. Mhm. Dann eskaliert es. Ja, dann eskaliert es halt auch schnell und die Leute raffen es vielleicht nicht so schnell. Aber es würde wahrscheinlich kein Szenario geben, in dem das Militär dann irgendwie sagt, okay, alle direkt erschießen oder so. Es würde immer erstmal dieses alle ins Krankenhaus. Aber erstmal versuchen zu retten und dann passiert es. Ja. Ja. Die Frage ist aber, was mit dem Kriegspreis? Also. Die Wahrscheinlichkeit, dass er anbrennt, ist halt sehr hoch. Die Frage ist, Kriegspreis ist eigentlich schon eine gute Nahrung für die Zombie-Apokalypse, oder? Und ein guter Kleber, wenn der ein bisschen. Ist da Milch drin? Ja. Hältst du Kriegspreis lang? Nee. Aber Kriegs hält sich lange. Ja, das ist richtig. Also, richtig. Also wenn man Kühe anbauen kann oder so. Kühe anbauen, ja. Das ist halt auch so eine Sache, wer ein Tier infiziert, ja? Wenn du gerade einmal so einen Zombie hast, ist die Lust dann. Gut? Oder nicht? Das ist bestimmt so roter. Also ich trinken und schlagen oder so. Aber es ist echt ein voll wenig Film oder Spielen, oder? Dass die Tiere auch Zombies werden. Das ist richtig. Aber es ist ja auch. Also ja, keine Ahnung. Das ist wo die Vögel lang. Die Vögel. Pandemic oder was? Ja, Pandemic. Stell dir mal eine Fliege hat das. Die kommt ja einfach an dich und. Aber die kann halt. Ja, aber eine Fliege kann halt nicht in deine Haut eindringen. Ja, eine Mücke zum Beispiel? Ja, schon. Ja. Also Malaria oder so kann. Also ist ja relativ. Realistische Sachen. Ja, aber ich sage, wenn die das Zombie-Virus haben, dann sind die ja aggressiver. Also die Mücken sind ja. Aber die müssen die lassen, aber man kann da. Aber die müssen das halt erst mal bekommen. Ja? Ja, aber wenn alle Mücken auf der Welt das plötzlich haben, dann bist du gefickt. Ja, dann gibt es halt auch nicht mehr. Dann überlebt man halt auch nicht. Sache ist halt, also, dann gibt es halt nur noch Zombies. Mücken saugen ja dann das Blut von anderen Leuten und dann überträgt sich das ja automatisch so. Also das ist ja. Hm. Weil die sind ja dann, müssen ja gar nicht selber die Krankheit haben, sondern halt nur weil sie am Blut von anderen Leuten dran waren und dann dich stechen, bist du ja dann infiziert. Ja. Also. Ist halt die Frage, ob Mücken auch Zombies stechen. Ja, wieso nicht? Ja, die haben nein, weil sie halt. Aber es kommt halt auch wieder auf die Zombies drauf. Aber ich denke mal, wenn du auch ein Zombie bist, erkennst du auch, dass du ein Zombie bist. Also, wenn du jetzt ein Zombie bist, greife ich dich doch nicht an, weil ich auch immer nicht einer bin. Ist halt die Frage. Also, ist auch immer so in den meisten Filmen, aber eigentlich, warum nicht? Die raffen es, dass sie tot sind, aber die haben ja trotzdem Fleisch. Also jetzt, ich hoffe, ich spoilere das nicht. Was hart ist, aber The Walking Dead. Ja, werden sie oft angeschlabbert, oder? Ja, die fressen ja. Von den Vieh und Tier. Die fressen ja. So. Und Fleisch. Was? Weil die Zombies werden mit dem Mund schlabbern die an. Ja. Achso, ja. Fürchtes Schlabberhaus. Ist ja nicht so ein Joghurt. Schlapperhaul. Leckermaul. Irgend sowas. Das Ding ist, worauf ich jetzt kurz hinaus will. So ein Joghurt irgendwo für Schlapperhaul. Oh, ich wollte vorhin eigentlich was ansprechen, da nehme ich jetzt einen Zettel vorweg, falls wir den ziehen, aber weil Franz halt so gehypt ist von dem Thema und dass er allgemein von den Leuten schon so ein gehyptes Thema ist, würde mich halt interessieren, warum eigentlich? Also, ich habe das ja selber eigentlich, dass ich fast cool fände, wenn Zombie-Apokalypse wäre, aber halt mit einem echt? Reset-Button so. Oh, also, ich würde halt vorher speichern wollen, wie das so geht. Ja, ich wollte das eigentlich nicht sagen, aber genau so geht es mir halt auch. Ja, so geht es halt garantiert üblich. Ich hätte halt schon echt Bock drauf, wenn ich halt. Aber warum? Weißt du, warum? Das Ding ist halt, wir sind man kann halt. Warte, ich kann es. Ja, wir können es auch hier schlecht werden, weil wir haben halt echt kaum Waffen so.
Du brauchst also, keine Waffen unbedingt. Du hast ja auch ein Messer zu Hause. Ja gut, aber Messer, da gehst du halt so nah ran an den. Also, da passiert es schnell mal, wenn der so aggressiv ist. Wenn es jetzt irgendein Typ ist, der halt, weiß ich, halt ein kräftiger Typ, der Zombie ist. Ja, das stimmt. Der ist wie ein Zombie. Stell dir vor, du wirst zum Zombie. Und ich muss dich mit Messer abbrechen. Ja, das Ding ist aber, wenn der halt ein Zombie ist, versucht er halt nicht unbedingt vielleicht zu verhindern, dass du ihn abstichst. Ja, du kannst mir halt mit dem Stock in die Beine schlagen und ich laufe trotzdem weiter auf dich zu. Ja, also weißt du, wenn er halt ein Dummer, also wenn die Zombies halt dann so dumm sind. Aber das müsste man vorher wissen. Das ist ja schon die Grundlage von einem Zombie, dass er nur noch fressen will und sonst nicht so klug ist. Ich glaube halt, was so richtig interessant wäre, ja. Weißt du nicht, der ist schon da, wir müssen da los. Nee, es ist halt wirklich das, was sagt das? Okay. Ja, also, die Gruppe an Menschen, mit denen man dann überlebt, quasi sein Survival-Team. Ja? Das ist halt auch immer so eine interessante Sache. Weil, was für Menschen sucht man sich da aus, ja? Naja, und wahrscheinlich die, die gerade halt da sind, wenn man halt. Ja, ist das halt wirklich so? Also, ich könnte mir halt viele Menschen vorstellen, auf die ich keinen Bock hätte. Okay. Ja, die Frage ist ja. Ich glaube, da ich das geschrieben habe, wenn man aus bekannten Leuten das Survival-Team zusammensetzen könnte. Ja. Gebt mir mal euer Survival-Team. 3 bis 4 Personen. Gute Idee, Franz. Sehr gut, ey. Die Frage ist, kreativ, wenn man ein Survival-Team hat und will dann schnell weg und es hat nur einer ein Fahrrad und du schätzt ja auch schnell, was war denn für ein gutes Endzeit-Gefährt? Wenn jetzt einer ein Rad hat, ist ein Team halt schlecht, weil die anderen müssen halt laufen auf dem Geschäftsfeld. Aber Schwein, Tandem. Hä, es gibt halt, also ein Fahrrad ist halt zum Beispiel auch für 3 Leute machbar. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, du sollst aufpassen, nicht zu viele Themen zu überschreiten. Bei Tandem kann halt einer treten, nee, aber der andere schlagen. Bevor wir auf dein Team zurückkommen, ich glaube halt wirklich, dass ein Fahrrad, weil das siehst du halt nirgends in The Walking Dead oder irgendwelchen Filmen, ich glaube ein Fahrrad wäre schon von Vorteil so. Also ein Auto braucht halt Sprit, hast du vielleicht nicht. Und ist laut. Ist laut. Meistens Menschen sind ja auch so ein bisschen das Problem in der Zombie-Apokalypse und nicht nur Zombies. Mhm. Wenn du dann mit dem Fahrrad um die Ecke kommst, das ist halt auch geil. Ja, und die Leute Angst haben. Da haben die Leute Angst. Nee, aber die hören dich nicht. Keine Ahnung. Du kannst ja halt irgendwie, weißt du, diese, es gibt doch diese Klingelhupen und Dinge. Das ist so eine Hupe. Nein, Hupe! Ja, nee, gib mir jetzt mal eure Survival-Teams, 3 bis 4 Leute. Ich würde eher noch die Faszination vorher ansprechen. Ja, das hatten wir ja sogar. Das ist sogar das, was da ich... Da möchte ich halt auch was dazu sagen. Ja. Aber ich würde es auch mal machen wollen. Ja, wir können aber das halt jetzt alles überschlagen. So. Klappt jetzt also ich glaube halt... Okay, dann sage ich halt das, was ich davon halte. Also ich glaube halt, dass die Faszination tatsächlich so echt... Dieses, also ich meine... Wir hatten ja das andererseits. Und wir hatten ja vor kurzem dieses Thema, so dass man ja... weiß ich nicht, ob ich daran anders hier beim... mit, dass echt so viele Menschen eigentlich in ihrem Alltagstrott sind und es eigentlich echt langweilig ist alles. Weißt du, so, du hast halt, okay, du gehst auf deine Arbeit, so machst halt, klar, du hast vielleicht eine abwechslungsreiche Arbeit, wenn du Glück hattest, so, und dann hast du mal deinen Urlaub, und, aber eigentlich ist es trotzdem irgendwie alles langweilig und dasselbe. Und wenn du halt dazu, da musst du halt um dein Überleben kämpfen, weißt du? Ja, aber die Kacke ist, ich denke mal, es wird irgendwann. So eintönig. Da kann aber auch jeden Moment dein Leben vorbei sein. Ja, du kannst, nee, aber du kannst ja doch keine Abwechslung aussuchen, weil irgendwann, wenn wir jetzt davon ausgehen, ist es wirklich ein krasser Apokalypse. Das heißt, es weitet sich aus und wir schaffen es nicht. Also wir müssen dann halt zu Walking Dead-mäßig wirklich ums Überleben kämpfen. Ja. Dann sind keine Strom, also die ganzen Stromwerke sind alle nicht mehr betrieben. Also ich weiß ja nicht, ich habe jetzt Walking Dead nicht so weit geguckt. Ja, klar. Aber zumindest können wir uns halt nicht, wir müssen halt die ganze Zeit rumziehen und unser Scheiß überleben. Ja. Wir können nicht irgendwie zocken, wenn wir wollen. Ressourcen dann endlich. Das ja, ist richtig, aber ich glaube genau das ist halt. Kannst nicht einfach in einen Einkaufsladen gehen und irgendeine Scheiße kaufen. Muss halt irgendwann wird Kaufland nicht mehr aufgefüllt, Frank. Oh shit! Aber ich denke halt, genau das ist für die meisten Leute irgendwie, also weil den meisten Leuten im Leben halt wirklich so sehr langweilig ist, dass sie sich einfach irgendwie Action. Also ich glaube halt schon, dass es so ein bisschen romantisiert wird, dieses ganze. Ja, jetzt möchte ich, bevor wir anfangen, jetzt möchte ich nämlich ein richtig unschönes Thema anschneiden, ja? Ich hab dich letztens schon gefragt, weil bei The Walking Dead oder so wird das halt auch nicht gezeigt. Zombie-Apokalypse, ja? Man muss halt auch mal kacken. So. Erstens, heikles Thema mit Zombies, wenn du gerade am,
kacken bist. Ja. Und ein Zombie überfällt. Und dann, Klopapier ist halt auch endlich. Das ist richtig, Alter. Das muss halt Blätter nehmen oder so. Ja, sicher? Ich glaube, ja, ich am Schluss. Ja, das stört das besser als nichts. Also, ich bin Waldorfschüler und ich habe auch mal Wandertouren gemacht. Es geht. Ich gehe. Aber das ist halt die Sache, irgendwann sind halt die Kastanienblätter. Ja. Gerade so lokal. Sind irgendwann die ganzen Seen so hart mit Scheiß überfüllt. Es ist halt so, aber ich scheiße nicht in den See. Natürlich, weil du willst ja, du gehst. Wer kackt denn in den See und hat hingekriegt, was er halt nicht ist? Also ich erinnere mich nicht an die Punkt. Die kannst du so richtig gut. Ja, hier drin gehst du. Der Gedanke war, dass man hier kämpft raus. Der Gedanke war, dass man sich am besten den Arsch verwaschen kann. Und sich ein Wasser holen und siehst dann zwischen den Schwein so einen Haufen liegen. Du kannst halt auch in der Hecke kacken und danach den Arsch einfach. Du musst nicht in den Weg scheißen. Das ist dann auch den Sinn, um so ein Ding von Scheiße. Scheiße? Das ist dann mega, mega fruchtbar. Wer macht das richtig? Also, die Toiletten sind ja immer noch da, du kannst ja schon reinkacken. Ja, das ist ja nicht spül. Ja, eben. Ja, aber es gibt ja genug, also es gibt ja mehr Toiletten als Menschen denn. Also. Du kannst ja auch ein paar Mal. Schell, aber es gibt aber, tot ist. Du gehst halt davon aus, dass jeder Mensch eine Toilette braucht. Aber es gibt halt trotzdem weniger Toiletten als Menschen Stuhlgänge. Das mag sein, aber nur auf lange Sicht. Halt immer so. Was ich auf jeden Fall zur Faszination noch sagen wollte. Ich glaube halt wirklich, dass das eine Ding noch so ein bisschen ist, dass halt einfach so ganz viele Werte einfach nicht mehr existieren. Mhm. Halt dieses ganze gesellschaftliche Ding fällt halt zusammen, hat alles überhaupt keine Bedeutung mehr. Ja. Reichtum und so ist alles. Und man also klar, Gegenstände und so kann man hoppen, aber all das, oder Celebrities oder so ein Scheiß, hat alles keine Bedeutung mehr. Ja. Und ich glaube halt auch ganz stumpf, dass einfach dieses, deswegen funktioniert es bei Spielen auch so, dass man einfach gewissenlos ein menschenähnliches Ding kaputt kloppen kann. So dumpf wie es klingt, aber ich glaube halt schon, dass es so, also du kannst ein schlechtes Gewissen zu haben, einfach, ich denke halt, es ist die Nervenkitzel oder was weiß ich. Also ich glaube halt, das ist auch noch krasser, weil du kannst halt, also wenn du halt in Affekt oder so, du kannst halt wirklich dann auch so eine Person, sag ich mal, sein, wie du willst. Wenn du halt ein übelster Hurensohn sein willst, der andere Leute tötet, die noch leben, kannst du es halt machen. Das wäre halt nicht so geil. Ja, ja, aber du kannst es halt sein. Du kannst es halt. Ist, wie also, hart macht dich das psychisch dann wirklich fertig? Weil klar, in Filmen und so ist immer so, das ist klar, dass irgendwie. Es gibt immer die normalen Leute, die dann irgendwie wahnsinnig werden und anfangen zu morden, aber. Wenn du halt wirklich auf taktiklicher Basis Menschen, also menschenähnliche Dinger umbringen musst. Ich meine, da denkt man sich jetzt geil, Sachen Lauertuppen ohne Mentalität, aber im Endeffekt sind es halt mal Menschen gewesen. Und wenn du dann hast. Wenn sieht halt ein Zombie immer so ähnlich aus wie deine Mutti, ne? Oder das kann auch sein. Aber dann wirst du halt komplett wahnsinnig, wenn du die ganze Zeit halt weißt, du musst ums Überleben kämpfen, aber du musst halt auch die ganze Zeit. Für dich sind es vielleicht immer noch Menschen so. Weißt ja nicht, wie das Gefühl ist. Im Film denkt man, okay, klar, Zombies. Nee, aber das ist ja nicht mehr immer so. Also zum Beispiel, wenn man jetzt wieder eingehen kann, auch wenn es jetzt Beast The Walking Dead, da ist das ja auch so ein bisschen der Struggle, dass es halt Menschen. Ja, aber also ich meine nur, dass das die grundlegende Faszination ist. Dass es dann in der Theorie natürlich, in der Praxis natürlich anders ist, ist klar. Ja. Das ist halt da klar. Selbst bei The Walking Dead so. Ist klar, hast du diese Verzweiflung da, von wegen, aber das ist halt trotzdem so, dass die Hauptcharaktere nicht komplett ihren Verstand verlieren. Weil normalerweise so, du wirst halt irgendwann, glaube ich, einfach wahnsinnig. Also ich glaube, du wirst halt nur wahnsinnig, wenn du alleine bist, solange du noch lebende Menschen hast. Ja. Um jetzt mal hier diesen Zirkel zu spinnen, wie euer Survival-Team aussieht. Ja. Also solange man Menschen um sich herum hat, mit denen man vielleicht auch drüber reden kann. Ja. Ist das vielleicht also, nicht unbedingt der Fall. Um mal die erste Person einzubringen, den verfolge ich seit einer Weile, so einen Kanal, Primitive Technology. Der baut sich aus Lehmhäuser zusammen. Kann ich? Den hätte ich halt auch mitten im Wald. Das ich nehme FPS Russia. Der bringt seine Waffensammlung mit. Der bringt seine Waffensammlung mit, dann hast du kein Problem mehr. Gut, na ja, gut, dann bin ich mit meinem Team schon schlecht. Ich bin also an einer Lehmhütte im Wald mit meinem Typen und er kommt vorbei und knallt mich an. Kannst du vielleicht einen Bogen machen? Ich weiß halt nicht, wie ich drauf komme. Aber ich habe halt mal in irgendeiner Dokumentation, ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es eine Dokumentation über die Pornoindustrie war oder ob es eine Dokumentation über Porno, über die Dokumentation, über Survival Stuff. Auf jeden Fall war da auch so ein amerikanischer Pornodarsteller mit übelst viel Geld, der halt sein ganzes Geld, das er nicht für sein Haus braucht und so, dafür ausgibt, um sich auf die Zombie-Apokalypse vorzubereiten. Okay. Der hat halt einen kompletten Truck, der halt darauf ausgelegt ist, durch Zombie-Horden zu fahren. Also wie ein Wohnmobil quasi, nur dass du damit durch Zombie-Horden fahren kannst. Wurde der vorher getestet? Also, ja, echt. Der hat halt in seinen Garten so einen Bunker gemacht. Also den würde ich halt auf jeden Fall auch mein Team holen. Aber was ich jetzt eigentlich dachte, wir machen jetzt mal so ein... Wo ist mein Zettel?
so ein Survival-Team. Was hast du denn noch in der Hand? Ja, Leute, der liegt ja noch da. Ups. Also der Zettel wird nicht offen angesprochen. Also es gibt bekannte Leute, hast du jetzt interpretiert, so... Also bekannte Leute. Hans arbeitet die ab, die Zettel. Ich dachte halt bekannte Leute so im Sinne von... Ach so, ja. Also das war, das ja, wenn nichts Besseres also, da ist. Ja, weil es wird halt nicht viel Besseres da sein. Ja, aber was ist halt so ein Gedankenexperiment? Wäre so die günstigste. Du kannst dir halt nicht wünschen, was die Person herbewischen will. Ist richtig, deswegen halt nur so als Idee. Also im ersten Moment hast du halt nur die Leute um dich herum. Ist richtig, also ich komme damit klar. Aber es wäre halt einfach ein Gedankenexperiment, wer so also die Sache ist, gut geeignet wäre. Es wird halt in so einem kleinen Rahmen schon eskalieren, weil sobald die Nachricht draußen ist, stürmen einfach alle in die Einkaufsläden und holen sich sämtliche Konserven und dann wird einfach da schon Chaos ausbrechen. Das habe ich nämlich auch schon überlegt. Schon die einfachsten Sachen, wie sich Essen zu holen oder zu hocken, da kriegst du schon aufs Maul oder ist dann einer mit einer Pistole zufällig im Supermarkt, dann hast du verkauft. Wenn du auch allein schon siehst, so was am Black Friday so in Amerika ist, und das ist halt noch extremer, weil da geht es wirklich ums Überleben und nicht nur um 50% produzierte Elektronik. So. Also ist halt krass. Und stell dir mal vor, weißt du, die sind halt, es ist halt dann da das, der Pol, wo alle hingehen. Und wenn da dann ein Zombie ist, so, weißt du, in diesem Chaos, wo halt auch keiner sich mehr richtig bewegen kann, weil alle auf diesem Lebensmittel sind. Ja, dann breitet sich das schnell. Wenn da ein Zombie ist, dann sofort breitet sich das aus. Aber dann bist du als Überlebender, der dann später in den Kaufland kommt, wo alle nur Zombies drin sind, da ist ja noch alles drin. Ja, was sind denn auch? Töne halt alle Zombies, Zombies, ne? Töne also die Zombies und dann hast du die ganzen... Obwohl, nee, die bleiben ja nicht da, aber die wollen ja Fleisch, also die gehen dann... Die kaufen es nicht. Ja, aber wenn die Zombies und Zombies so. Das Raffenhaus im Kaufland auszufinden. Die Türen also, zu sind. Die sind dann halt alle. Halt wirklich am Beispiel von Weimar jetzt speziell, ja? Zombie-Apokalypse geht los. 60.000 Leute gehen auf, keine Ahnung, 20 verschiedene Kaufläden zu. Das ist halt nicht so viel. Da schlachten sie sich gut ab. Ja, also da geht halt nichts. Da kommst du nicht mal mehr rein. Wenn man allein schon sieht, wenn sowas ist wie ein Feiertag. So, einen Tag kann man einkaufen. Ja. Die Leute sind vorher total wahnsinnig. Ich meine, wie viele. Die denken wirklich so für diesen einen Tag, oh shit, jetzt in die Welt. Ganz kurz, haben wir jetzt schon Teams mit uns bekannten Personen gemacht? Nee, haben wir nicht. Können wir das mal einen ganzen? Das würde ich da nicht hinnehmen. Oh, ist das der Ton? Okay, nee, der Ton ist da. Achso. Das ist halt heiß. Ja, wie gesagt, ich nehm den geilen Typen mit. Daniel nimmt nehmen wir halt die zwei mit. Und dann nehmen wir noch Matthias Schmerkner mit. Für die Unterhaltung. So ein lustiger Geselle. Nee, keine Ahnung. Ja, ich dachte auch so ein lustiger Geselle. Wir machen Team, oder? Machen wir ein Team? Ja, ich meine, du weißt auch schon, kannst du Persönlichkeit, tut mir leid. Watch Dogs ist ein kannst du nicht sterben. Den würdest du aus deinem Freundeskreis mitnehmen? Genau. Das Ding ist, ich glaube, das würde einfach überleben. Ja, also wenn es darum geht, wer halt. Die noch leben. Wenn es ums Realistische geht, nehme ich halt mit, wer gerade in der Nähe ist. Wenn es ums Fiktive geht, nehme ich halt. Primitive Technology und so ein Russen mit, der einen Schrank voller Waffen hat. Aber das ist ja nur. Aber das ist interessant, würdest du halt wirklich. Die Frage ist ja, wenn es jetzt hier losgeht, dann sind wir halt wir fünf jetzt. So, ja, was würdest du dann auch deine Freunde, weil bei deinen Freunden weißt du halt, wie die ticken und sind so deine Freunde. Und wenn das jetzt zwei Leute sind, die. Du kennst sie jetzt aus dem Internet, klar. Das sind im Endeffekt total Wahnsinnige oder totale Arschlöcher. Kann sein, das wäre schlecht. Ja. Das Ding ist halt, bei uns kann es ja dicker sein. Dass wir schnell sterben. Dann kann ich euch looten dann. Wenn man mal nicht viel essen da ist oder viel trinken. Du kannst gute Pizza machen. Werden wir dich halt nicht töten. Okay. Das weißt du halt bei Leuten, die du nicht so gut kennst, nicht unbedingt. Ja, was wären, wenn du zum Beispiel gebissen wirst? Wir gute sitzen Frage. Hier. Wo werde ich gebissen? Du wirst gebissen. Wir sind jetzt das überlebende Team und du wirst außerdem gebissen. Das ist eigentlich so ein geiles Szenario. Wir sitzen hier. Ja, geht noch Fernsehzombie, wir haben Glyphs gelöst. Franz, was ist hier drin? Ja, außersehen. Die Couch raus. Wo werde ich gebissen? Ja, ist doch egal. Am Arm. Ich würde mir versuchen, den Arm abzuschneiden. Okay, jetzt mal in einer Welt, wo das nichts hilft. Würdest du es in der Gruppe sagen? Würdest du einfach weggehen? Würdest du. Ja, wir haben es nicht gesehen. Wir haben es nicht gesehen. Du hast mal kurz die Hand aus dem Fenster gehalten. So, wie so ein Piranha, kam so ein Zombie vorbei, weißt du, kommt so. Wer hätte das gedacht? Dann sagst du, oh, wartet mal, meine Hand, ich wärme die mal schnell in der Hosentasche, so. Okay. Und jetzt bist du gefickt. Und jetzt bist du bei uns und du weißt, dass du zum Zombie wahrscheinlich wirst. Hm. Weiß nicht, wie lange ich brauche, bis du ein Zombie werde. Ja, also es muss ja eine erste Stunde sein. Ja, wir wissen halt, also wenn ich weiß, dass ich zwei Tage brauche, würde ich wahrscheinlich noch einen Tag ganz normal versuchen. Könntest du ja normal sein. Wieso? Willst du uns? Also würdest du sagen? Also, ich
ist die Inkubationszeit bei allen Menschen unterschiedlich. Also vielleicht, also das sage ich jetzt so, aber ich glaube wirklich, wenn ich halt wüsste, okay, ist jetzt halt, also ist ja dann ein bisschen wie so ein Todesurteil auf jeden Fall. Ist halt eins. Also ich kann es jetzt sagen, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber wahrscheinlich würde ich versuchen, noch so effektiv wie möglich zu arbeiten, damit ihr weiterleben könnt. Weißt du, was ich meine? Oh, also ich würde halt so wenig wie möglich essen, so wenig wie möglich trinken, um auch Lust zu essen. Sagen. Ja, das ist halt die Frage. Würdest das weiß ich halt nicht mehr. Also ich würde wahrscheinlich, also vielleicht würde ich halt auch einfach sagen, hier, ich mache jetzt eine Tour. Ich glaube, das ist einfach nicht wieder. Also, so, wenn ich du Leute nicht sagst, werden die dann immer noch so normal sein. Wenn du es ihnen aber sagst, dann nur so, oh nein. Ja, jetzt aber auch so eine fiese Realisation. Stell dir vor, zum Beispiel, ist halt so. Ist halt, du bist beim Arzt und du hast irgendeinen Knoten und er sagt dir, er ist Krebs. So, das ist halt auch so, was, so ein reelles, wo dann halt auch die Leute teilweise halt erstmal im Umkreis das nicht sagen. Ist ein anderes Szenario, würde ich sagen. Nee, aber es ist so auch so ein Todesurteil so. Ja. Das ist erstmal so ein Schock für dich. So von wegen, du musst erstmal selbst damit umgehen können. Da würde ich halt nicht jedem sagen. Aber wenn ich jetzt wirklich gebissen wäre und das wäre das Beste fürs Team, ich würde, fuck, scheiße, Leute. Also, ich würde die nächsten zwei Tage, ich werde halt gehen. Wenn ich halt nicht wüsste, wie lange das dauert, würde ich es halt auch sofort sagen. Wenn du es halt nicht weißt, wie lange es dauert und du verwandelst dich halt während einem Schlafen oder während du wach hast, dann, also das würde, das könnte ich, also da würde ich... Würdest du uns alle deine Freunde töten? Nee, würde ich halt nicht, weil ich würde es halt sagen. Ja, aber du hättest halt gesagt, du bist ja dann noch ein gutes, als zum Beispiel du sagst halt, okay, krass, das ist ein zu großes Risiko für euch, jetzt auszugehen und einzukaufen und ich weiß halt, ich sterbe. Ich mach das halt. Das wäre geil. Also die Sache ist, was ich mir jetzt also dann weiter gedacht habe, ist, wenn du dann draußen bist, steckst du dem Einkaufsding fest und verwandelst dich dann bist du halt der dafür verantwortlich ist, dass tausende von Leuten infiziert werden, nicht tausende, aber halt, dass sich das da ausbreitet in dem Kreis. Ja, aber meinst du jetzt da noch so viele Menschen leben? Also ich hätte eher gesagt, ja, nicht alle gerade zu kaufen. Achso, ja, okay. Ja. Schon später. Also es ist schon realistischer, dass er später gebissen wird. Danke. Wir waren ja gerade nicht in der Lage, dass wir auf dem Sofa sitzen. Nee, das ist schon ein bisschen unrealistisch. Wir sitzen auf dem Sofa, kriegen es mit, keine Ahnung. Okay. Ja. Aber ja, das haben wir halt noch gar nicht gehabt. Wo geht das erst hin? Holt ihr jemanden oder geht ihr wirklich erst Essen holen? Oder? Also ich glaube... Also wenn es jetzt Nachrichten sind wir zu Hause, wenn wir... Ja, wir sitzen jetzt hier, der Fernseher springt an, auch wenn da kein Fernsehen läuft, aber stehen dann hier da, keine Ahnung, Zombie-Apokalypse geht los. Ist ja Notfall. Also wenn wir alle zu fünf da sitzen, würde ich sagen, wir teilen es auf. Einer geht Nahrungsmittel holen, einer geht zu Hause. Das ist aber eine ganz schlechte Idee mit dem Auftrag. Das würde ich auch sagen, das ist eine scheiß Idee. Ja, aber wenn wir hier sagen, es ist vielleicht erst in Amerika oder so. Ja, das könnte sein. Also es muss ja nicht sofort in Weimar sein. Ich ey, gleich zu Bock. Der ist hier gleich wieder. Ja. Kauf bei Bock. Aber das ist halt hart, wenn es in Amerika ist, ja. Und gehst du dann schon fest davon raus, okay, ist das Ende der Welt so offiziell. Glaube und gehst du einfach beim Bock klauen, weißt du? Eigentlich ist es ja dann noch Verbrechen. Nee, kannst du auch zu Bock kaufen gehen. Ich meine, ja, du hast ja, du kannst ja deine ganze Zeit ausgeben, du weißt ja, bald ist nichts mehr wert. So. Ja, und dann wird es eingedämmt und du hast kein Geld mehr. Und ja, aber du hast die Nahrung, hast du ja da. Das ist halt schlecht. Also so hätte man halt die Wirtschaftskrise verhindern können. So einen Fake-Zombie haben können. Alle Leute, die mir was kommen. Bringst das nächste Mal an, auf jeden Fall. Keine schlechte Idee. Fake-Zombie-Apokalypse. Wird wahrscheinlich der letzte Ast sein. So haben wir nicht diesen einen Waffenladen hier? Kapitalismus. Ja. Was ich halt machen würde. Wir haben halt einen Waffenladen, aber das sind so richtig schlechte Sachen. Ja. Aber das ist besser als nicht so viel. Ja, also wirklich so ein Messer oder so. Irgendwie so ein Schwert oder so. Oder selbst also ein Messer wäre halt schon hilfreich. Ein Schwert muss halt wirklich so ein Kill Bill, Hattori Hanzo Ding sein, sonst glaube ich, ist das echt gar nicht so gut. Ja. Also, weil das. Also, du kannst halt mit einem normalen Schwert aus so einem Kackdrecksladen nicht einfach den Kopf schlagen. Es kann halt aber auch echt sein, dass sich der Waffenhändler dann einfach einschließt und sagt, ja, dann einfach die Leute. Klug ist, macht er das auch. Das Ding ist, das habe ich auch überlegt, wenn da jetzt halt bei einem Kaufland und einem Rewe so, die fünf Mitarbeiter sagen die sich auch einfach so, ja, wir machen jetzt alles dicht. Ja, und machen wir einfach das Tor runter. Obwohl, na gut, die haben halt nichts, wo es gut ist, die geht. Ja, angenommen, hier ist passiert und Weimar, es sind ja schon Zombies auf der Straße. Aber es wäre auch ganz schön egoistisch. Aber wie egoistisch werden die Menschen damit so? Die verrammeln in den Supermarkt. Aber Menschen sind sehr egoistisch. Was macht ihr dann? Geht ihr dann rein? Also die verrammeln in den Supermarkt, aber ihr könnt mit Gewalt noch trotzdem rein. Also ich würde halt, jetzt wenn wir den Plan von Daniel verfolgen, dass wir nicht machen würden, sind wir uns einig. Erstmal eine Stunde diskutieren, bevor wir... Ja, also wenn wir uns halt aufteilen, ich wäre alleine, dann würde ich halt sagen, okay... Deine Aufgabe war es, Essen zu holen. Ja, aber ich gehe nicht alleine in den Supermarkt, der von Leuten von ihm verrammelt wurde. Das weißt du ja nicht. Du gehst ja los und dann siehst du erst, dass er verrammelt ist. Ja, dann gehst du wieder zurück und sagst, Leute, wir müssen da zusammen rein. Und die anderen sind ja alle woanders. Ja, ja, und was machen die anderen? Einer holt Essen, was machen die anderen vier? Einer holt was zu trinken. Nein, das ist gesehen. Das ist halt, wir sind halt Deutschland. Du kannst dann was zu essen nehmen, was zu trinken holen.
Ja, bei Bock nicht. Gibt's ein paar Maßregeln. Die Frage wäre es halt, wäre es klug, möglichst viele Leute zum Beispiel zu versammeln? Ja, warte. Schnell anrufen, hier Leute, kommt alle her, keine Ahnung. Ja, ich würde auf jeden Fall meine Mutter anrufen und ihr sagen, sie soll das Essen mit rüberbringen. Das ist aber cool. Und was wäre also, auch, ich glaube, das ist nicht so klug. Vielleicht wäre ich halt auch dafür zu viele. Zu viele nicht, also sollte schon sagen. Der Space noch ungefähr, also hier die WG ist vielleicht für 5 bis 6, 7, 8 Leute oder so aus. Das erste, was wir wenn jetzt hier 20 Leute sind, ist glaube ich zu viel. Also das erste, was ich halt wirklich machen würde, wäre so viel Wasser wie möglich in der Badewanne zu sparen. Ja, Wasser ist wirklich wichtig. Also wirklich das Wasser, solange es noch geht, aufdrehen und abfüllen. Aber wenn da Wasser in der Badewanne ist, am nächsten Tag, schmeißt ihr ins Feld rein. Ja! Ich mach meinen Arsch damit ab. Aber dank dieses Wasser ist immer noch besser als 20. Wasser ist immer noch besser als gar kein Wasser. Man kann halt immer noch abkochen. Und die Frage ist halt, klar, ist da nicht sehr luxuriös, wenn du zu 20 hier bist, aber vielleicht hat es trotzdem Vorteile. Wenn dann halt 10 Leute irgendwie in Supermarkt Brain gehen oder 10 Leute. Selbst wenn 20 Leute sind, brauchst du irgendeinen, der das koordiniert. Ja, das willst du sein. Kann du willst dann dahinter werden. Nee. Ich hab nicht gesagt, dass ich sein will, aber es muss einen geben. Das kann wenn alle sein. Das machen, was sie wollen, dann sind 20 Leute halt scheiße. Das ist richtig, also das ist schwerer zu koordinieren. Ja, das also wenn es halt Leute sind, die du kennst, dann geht's schon. Weißt du, jetzt im Szenario, wie wir Silvester hatten, keine Ahnung, was waren das, 15 Leute? Das war nicht mehr so voll, gell? Also ja, also es ging eigentlich noch klar, oder? Und die kriegst du eigentlich auch gut. Dion, du bist raus. Dion, du bist raus, so wie ich das halt. Ihr seid es halt wahrscheinlich alles Vor- und Nachteile, so dieses. Das ist halt so, dieser erste Gedanke ist immer so, wir gruppieren uns zusammen mit Leuten, die wir kennen und versuchen uns irgendwo alleine zu barrikadieren. Eigentlich wäre es vielleicht, also mal in eine ganz andere Richtung zu denken, dass man halt mal nicht ignorant ist, sondern halt irgendwie versucht halt, so eine Gemeinschaft zu schaffen, mit halt, dass man halt nicht sagt, okay, wir schließen uns zusammen, sondern halt so alle Menschen versuchen irgendwie sich zu koordinieren, weil man dann viel mehr Chancen hat. Ja, aber also wenn noch mehr als 20, also quasi die ganze Stadt. Alle, dass man vorher sagt, so verwegen, wenn das auch wirklich ausbricht, erstmal alle ruhig bleiben. Ja, das passiert halt. Ja, wenn zu viel Schwabbelmasse auf einem Haufen ist, wird das nicht klappen. Ja, es ist halt beschissen. Also so richtig. Diese ganze Schwabbelmasse. Es wird halt nicht klappen. Also ich glaube, eine Gruppe mit 15 Leuten oder so kriegst du noch kurz. Also es ist natürlich eine gute Idee, so dass man irgendwie das großflächig, aber es klappt halt, glaube ich. Ich sag mal, irgendwelche. Vor allem, wenn es großflächig ist, wenn da ein Leck drin ist und dann. Ja. Wenn ich jetzt mal mit einer gebissen. Meinst du, dass wir alle in einem Zaun leben zum Beispiel so? Oder in einer riesen Stadt? Oder wie meinst du das? Ich glaube halt auch, dass es am effektivsten wäre, aus einer Stadt rauszugehen. Nee, einfach, dass halt die Chance viel größer wäre, wenn man sich halt mit mehr Leuten nicht zusammengruppiert, sondern organisiert. Als wenn jetzt so sofort Panik ausbricht und jeder ist auf das eigene Überleben, dann kann man ja gar nicht irgendwie eine Taktik entwickeln. Aber wahrscheinlich machst du das zuerst, wenn du jetzt wirklich siehst, Apokalypse. Ja klar, aber dann ist wahrscheinlich die Menschheit schneller ausgestorben, als wenn man halt irgendwie gemeinsam große Plan macht. Also wenn ich jetzt mal kurz auf diese mentale Drüse drücken darf, ja? Das Essen. Ich glaube, für mich wäre halt echt so am wichtigsten, weil ich halt ein Mensch bin, der, also ich bin zwar nicht so gerne unter vielen Menschen, aber quasi unter den richtigen Menschen. Deswegen wäre mir das halt schon wichtig, dass ich quasi mit euch irgendwie zusammenbleibe. Sehr romantisch. Also ich glaube, ich hätte auch keinen Bock, alleine in so einer neuen Gruppe zu sein. Und mich da irgendwie... Also und wenn wir alle sterben? Also es kann halt sein, dass du bist auf Arbeit und triffst dich aus. Ja. Da ist ja sogar unwohl, wenn du kacken gehst. Dann musst du mit den Survival-Team wieder anstecken. Aber, um das vielleicht nochmal kurz zu vertiefen. Ja, die Frage ist ja, ob man jetzt eher eine Zuflucht irgendwo findet oder sich eine Festung aufbaut. Ja. 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 Was willst du denn eine Festung aufbauen? Nee, also das ist ja die Frage, gehst du irgendwo hin, wo du denkst, dass es safe ist, oder du bleibst irgendwo da, wo du bist und baust dir zum Beispiel die Wohnung jetzt, verrammelst die Fenster und bunkerst dich ein. Wo denkst du denn, dass es... Also es ist wahrscheinlich das Sicherste, wenn du erstmal deine eigene Wohnung verbarrikadierst. Wenn du irgendwo rausgehst und draußen rennt schon Zombies rum, ist natürlich nicht so clever. Aber jetzt wir können theoretisch irgendwo hinfahren. Aber die Sache ist, wir könnten uns zum Beispiel, also gerade in diesem Haus, einfach, wenn es jetzt darum geht, weil wir vorhin gesagt haben, hier nicht mehr als 15 Leute zu versammeln, aber dass wir uns mit den WGs drüber zusammenschließen. Wir könnten auch einfach die anderen Leute töten. Mehr Leute, ja, ja, das ist halt dumm. So. Wir sind in der untersten Wohnung. So. Es wäre viel klüger, wenn wir uns mit den Leuten ganz oben zusammenschließen und uns nachverbalgen. Wenn die sagen, nein, töten wir sie, wenn die sagen, ja, dann machen wir, was du sagst. Ja, wenn sie sagen, ja, warten wir, bis sie schlafen. Sind alles wie diese Chiller da oben, die raffen das eh nicht. Ich war halt, klopfen ich da. Ich habe nur den Case abgelegt. Ja, ich wollte halt auch nur das Kontra geben. Das Ding ist,
du weißt ja nicht, ob du den Leuten vertrauen kannst. Du sag, also kann ja sein, dass die jetzt alle übelst chillig sind. Hm. Aber vielleicht haben die gar keinen Bock darauf, dass du dich mit denen umgehst. Wenn die mit einem Apokalypse ausbringen, sind die ganz anders. Ja. Hm. Vielleicht kommen die auch hier runter und ich sage, weil du bist über. Wir müssen das Erdgeschoss einnehmen, das ist sicher. Mega, aber einfach so mit dem Haus gegangen. Die Frage ist ja, inwiefern sich ein Zombie-Penis verändert, wenn er Zombie infiziert ist. Jetzt kommt das Thema, jetzt kommt das Thema. Kann ein Zombie-Penis erregiert sein? Kann er eine Frau befriedigen? Ich glaube halt nicht, dass... Also der Zombie hat ja sehr viel Blut verloren, als er gefressen wurde zum Zombie. Ich kann mir vorstellen, dass es den Schlüpfer sprengt. Alter, was? Das ist halt echt eigentlich... Jetzt hör doch mal... 4:1 ist seriöse Sachen, ne? Und irgendwie zieht man das nicht jetzt alles. Es sprengt den Schlüpfer, wenn der Mann von die Penis finanziert ist. Aber wenn der Schlüpfer sprengt, sprengt er dann auch meine Reizwäsche. Also super, Entschuldigung. Ey, ohne Spaß. Die ganzen Ärzte sagen so weiter unten. Die sagen, haben denn die Zombies noch normale Gedanken oder sind die wirklich nur so Fleisch? Vielleicht sollten wir das mal definieren. Gar keine, also keine Ahnung, wie Tiere oder so. Ja. So. Tiere können auch Triebe. Ja, ich würde auch sagen, ungefähr wie Tiere verfolgen irgendwelche Instinkte. Triebe, ja. Aber der Trieb ist ja in den meisten Filmen hauptsächlich Menschen essen. Also gibt es besonders perverse Zombies? Ja, vielleicht. Also keine Ahnung, besonders wilde oder so kann ich mir schon vorstellen, dass die ursprüngliche Persönlichkeit von dem Mensch vorher, dass die irgendwie ins Extreme driftet oder so. Aber dass sie jetzt wirklich Gedanken haben oder klug sind, wie halt dieses Türen öffnen zum Beispiel, glaube ich halt nicht. Also klar, wenn irgendwie 20 Zombies an der Tür reiben, gehen die wahrscheinlich irgendwann auf, weil die Türklinke ungünstig berühren. Aber ja, kein Plan. Was lernen wir da aus? Die Türklinken ausmachen. Nein, du kannst so Griffe machen. So. Ja, das ist halt wirklich besser. Nur Runden. Was für Kinder ist. Ich glaube, die Penisse würden sich zurückentwickeln, das brauchen die ja nicht mehr. Stimmt. Vielleicht sogar abfaulen. Nee. Abfaulen, zuwachsen, irgendwas. Das in dem Fall kriegst du ja so ein Monster. Ich möchte kurz anmerken. Was, also, weil Daniel das vorhin gesagt hat, wenn wir jetzt hier Dinge suchen, quasi wiederholen, was wären denn so diese essentiellen Gegenstände, die wir quasi bräuchten? Also, weil meine Theorie wäre halt, man verbarrikadiert sich erstmal hier, überlebt quasi diesen ersten Sturm an Zombie, was auch immer. Und dann bereitet man sich aber vor, vielleicht, weil man ja nicht unbedingt in der Stadt sein will, weil da viele Menschen sind, weil man hat wie viele Einwohner? 70.000? Ja, sind 70.000 potenzielle Zombies. Ja? Und geht man auf jeden Fall zahnlos. Das wäre auf jeden Fall schon mal interessant. Echt? Wie würden wir uns verbarrikadieren? Ja, aber... Bretter vors Fenster oder? Krass. Wir haben ja keine Bretter. Ja, wir haben halt hier gar nichts. Eben drum, deshalb finde ich das... Ey, wir haben Kellerbretter. Okay, das ist gut. Also vielleicht halt die Türen abruppen und ja, also damit die Türen sind nicht so wichtig. Man kann zum Beispiel diese Türen erstmal abmachen und damit die Haustüren verstärken. Das hab ich gemeint. Aber ich hab dir jetzt halt leicht gesagt. Das war jetzt für die Türen. Ich glaube halt wirklich, dass die Zahnbürste gar nicht so unwichtig ist. Weil spätestens wenn du irgendwie nach einem Jahr oder so Zahnschmerzen kriegst, ja, bist du nicht kein Zahnarzt da ist oder so, oder kackst du dich ab. Die ersten Leute gehen halt auch über Lebensmittel. Ja. Einfach Zahnbürste klauen und Zahnpasta klauen, weil das macht halt keiner. Ja, eigentlich. Alle klauen Lebensmittel, du klaust Zahnpasta. Ja, dann stirbst du halt alle Hunger, aber. Kann man sich nicht mehr ernähren? Jetzt bei der Aufteilidee noch zum Beispiel sind. Ja, das ist richtig. Einer geht Zahnbürsten klauen. Aber es ist halt, glaube ich, wirklich wichtiger als. Aber im ersten Moment denkst du eigentlich dran. Denkst du an Ravioli und Dosen? Scheiß. Ja, aber wenn du die Kiesbrand. Wenn du keine wichtigen Medikamente oder so hast, kann halt auch keine Ahnung, eine kleine Entzündung am Zahn und du bist im Arsch. Weißt du? Ja, cool, aber die Sachen kann man, sag ich mal, auch im Nachhinein wiederholen. Ist richtig. Ich sage nur, dass es nicht so unwichtig ist. Es ist nicht unwichtig, aber vielleicht wäre ich nicht das Erste. Aber jetzt folgendes Szenario. In Erfurt, ja, hier Fernseher läuft, Erfurt, Zombie-Apokalypse. Wir haben noch 30 Minuten oder so, bis es hier ist, quasi. Mhm. Du kannst jetzt noch ein paar Sachen sammeln, aber was ist dann so das Wichtigste? Ja, also jetzt neben Essen, weil Essen ist halt logisch. Also ich wollte, glaube ich, mir ein Messer auf jeden Fall besorgen. Ich glaube, Feuerzeuge. Das wäre erstmal nicht so. Also ich habe auch keinen Bock, da irgendwie jeden Tag zwei Steine aneinander zu rubbeln oder Hölzer. Feuerzeug ist echt gut, ja, hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Feuerzeug, beziehungsweise vielleicht auch sowas wie Taschenlampen, irgendwie sowas, was man halt... Ja, Batterien. Ja, Batterien, sowas in der Richtung, genau. Ich glaube halt auch echt, was... Also ein Stab, einfach ein stabiler Stab, ja. Und die Messer dran, Panzertape. Das ist das Wichtigste von allem. Ohne Panzertape geht gar nicht. Was ich halt glaube, was auch noch echt wäre, eine Axt. Ich finde Axt, also klar, für Sachen, aber nicht für Zombies. Aber, ja, nee, aber eine Axt, um so Sachen wie Türen und so zu schlagen. Weißt du? Aber für Zombies ist es nicht so, weil die bleibt dann, glaube ich, im ersten Mal stecken und dann...
Du musst ja ausziehen. Der Wind, außerdem machen wir die Sauerei sicherlich. Gerade dieses Erfurt-Szenario wüsste ich gar emotional zu beantworten. Gar nicht mehr so viel drin. Wenn ich wüsste, es ist noch eine halbe Stunde, dann würde ich tatsächlich meine Liebsten besuchen. Erfurt? Nee, überhaupt. Ich wüsste eine halbe Stunde und würde sagen, Leute, kann sein, dass wir sich nochmal sehen. So. Ja, aber dann vielleicht lieber die Leute versammeln und versuchen oder zu machen, so, sich weiterhin zu sehen. Aber ich wüsste nicht, ob meine Oma gegen Zombies kämpfen kann. Das nee, da kämpfen nicht, aber dann stopf mal deine Oma hier in dein Zimmer ins Bett und ja, wir versuchen hier ein bisschen rumzuschillen. Ja, ich glaube, dass gerade Omas sehr bereit wären, sich zugunsten der Menschheit ihrem Schicksal zu überlassen. Elisha. Ja, vielleicht. Das hatten wir denn vorher. Aber keine Ahnung. Scheiße. Na, die wichtigsten Gegenstände. Und zurück zu den fröhlichen Themen. Stangen. Ja, da Stangen. Ich finde einfach nur eine unverkehrbare Sache, eine Stange mit links und rechts ein Messer dran. Also zum Beispiel, damit du nicht so ran musst an die Zombies. Ja, eben zum Beispiel echt so ein Messer, dieses rangeht an die Zombies, ist zum Beispiel. Also klar, so dieses Übertragen durch Luft oder durch sonst was anderes nicht plausibel, beißt normalerweise, aber wenn man jetzt den Zombie absticht und das Blut spritzt, zum Beispiel ins Auge, ja. Das ist halt wirklich, also das würde halt Sinn ergeben, dass man dann sich infiziert. Deswegen gehst du halt wirklich nicht nah ran eigentlich. Die Sache ist, also, wenn jetzt aber jetzt jemand ist, den du kennst als Zombie, dann würde ich sie deine Hand töten. Wenn jetzt Franz als Zombie auf dich zuläuft, würdest du ihn einfach im Kopf stechen oder weiß nicht? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Das ist halt auch immer wieder so ein Ding, was in den Filmen und so. Das ist halt thematisiert. Von wem? Ja. Also wie schwer wäre es denn, einen Zombie zu töten? Also würdet. Also generell unbekannter oder bekannter? Also ich glaube halt, wenn ich jetzt irgendwie noch zu Hause wohnen würde und meine Mutter würde halt als Zombie oder so ankommen, ich könnte das halt. Also ich glaube nicht, dass ich das machen könnte. Ich würde sie halt irgendwie in ihrem Zimmer einsperren oder so. Oder in meinem Zimmer. Wahrscheinlich. Wobei, also die Sache ist halt immer wieder so ein Film dargestellt, dass, wenn es ich wäre, würdest du auch für mich tun und so, aber ich kann halt noch nicht vorstellen, dass der zombifiziert ist, da jetzt groß leidet oder so. Ich glaube, der ist einfach nur ja, das halt tot, macht selber eh nicht das mehr. Das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe. So. Also klar, im Film muss es irgendwie weitergehen, aber im echten Leben, wie wer ist denn wirklich bereit, irgendwen zu töten? Also ja, aber du musst halt wirklich wissen, dass die Person tot ist. Genau, du sagst immer töten. Man muss sich halt dann abfinden, die Person ist tot. Ja, aber wie leicht ist das für dich, für deine Psyche? Weil du raffst es ja nicht, das ist ja kein normales Szenario. Also, die Person weiß halt auch nicht, also ich meine, klar. Wie tot ist die Person? Die, ja, genau. Weil, also, klar, irgendwas sagt dir, okay, die ist jetzt vielleicht tot, aber trotzdem steht die halt noch vor, die bewegt sich. Allein, dieses, wenn man jetzt einen Verwandten oder einen guten Freund oder einen Geliebten im Krankenhaus liegen hat, der ist eigentlich hirntot. So, der liegt im Koma seit, was weiß ich, in einem halben Jahr oder so, und da ist er dann hirntot. Da ist er als tot eingestuft. Aber trotzdem haben viele Leute damit ein Problem zu sagen, ey, wir schalten jetzt die scheiß Maschine ab. So. Ja, das ist richtig. Und das ist halt, das ist jetzt ähnlich. Du musst dich damit abfinden, er ist tot. So. Nur das ja, aber wenn du ihn siehst, auf dich zuläuft, wie er auf dich zuläuft, ja. Denkst du halt nicht wirklich schlecht, dass er tot ist. Ja, eben. Ja, eben. Das, was ich halt meinte, ist, dass in den Filmen halt immer so ein Heldenakt oder was auch immer ist, dass du es halt beendest für die andere Person. Genau, wir müssen uns. Aber ich finde halt, vielleicht ist es gar nicht so. Ich glaube, es ist eher so, also ich glaube eher, dass es ab einem gewissen Punkt vielleicht auch für einen selbst befreiend ist, zu wissen, dass. Also, weil dann weißt du halt, die Person ist jetzt wirklich tot. Die ist jetzt nicht halt irgend so ein Vieh, das andere Menschen frisst oder so. Sondern auf der anderen Seite, vielleicht gibt es irgendwann doch eine Heilung. Ja, das ist halt echt so. Oh, fuck. Also, dann denkst du dir halt echt, oh fuck. Ja. Also, klar, wenn die irgendwie dann schon halb verwest sind, ist halt eh egal, aber. Ja, oder wenn halt gewisse Dinge schon fehlen. Das wäre hart. Es gibt eine Heimwelle, aber du hast alle deine Freunde getötet. Ja, weil du dachtest, ja, bei dir ist die Woche. Was geht bei dir? Nee, ich hatte gerade nur eine Idee, aber dann ist mir eingefallen, dass es eigentlich dumm ist. Aber nee, dass wir uns ein Codewort ausmachen, so, dass man, wenn man Banane ruft, muss der andere sofort Apfelsine rufen und dann weiß man, wenn er es nicht macht, ist er ein Zombie. So, wenn Franz halt auf mich zukommt, kann auch sein, der ist gerade jetzt aufgestanden. Stimmt, wenn jemand aus Verteidigungszwecken so tut, als wäre er ein Zombie. Ja, Banane, Apfelsine. Ja, warte, ja, alle erst ein Zombie. In welchem Film war das, wo es sowas ähnliches, es gab auf jeden Fall einen Zombie-Film oder sowas ähnliches. Mit Bananen und Apfelsinen? Nee, aber mit einem Typen, der sich so als Zombie dargestellt hat. Ich will jetzt nicht spoilern. Schauen auf The Dead oder so. Nee, das war. Ja, nee, das war hier. Ich weiß welchen Film. Soll ich das sagen? Was denn? Zombieland? Ach so. Wisst ihr was ich meine? Ja. Wo denn? Ach so, mit Murray. Ja. Psst. Oh! Alter. Ich hab's halt extra nicht gesagt. Mann, Jendrik, das piept mal aus. Nicht. Ja. Das ist halt auch ne, so eine Sache. Wie geht man auf den Spoiler zu? Ja, wie schwer ist denn jetzt ein Zombie zu töten? Wenn einer auf dich zuläuft und du hast. Ja, du hast zum Beispiel nichts in der Hand gerade, keine Waffe.
Was machst du? Ich erstmal wegrennen. Also wenn ich das mal kurz einbringen kann. Nee, warte mal, lass mal das Rätsel. Warte, das ist ja zu dem Thema. Also ich glaube, ein viel effektiveres Zeichen, um sich gegenseitig zu verständigen, dass man kein Zombie ist, wäre, wenn man Bonbons lutscht. Das ist dumm. Drops lutschen, weil das kann halt ein Zombie nicht merken. Okay. Stimmt, das können Zombies nicht merken. Hat jetzt nicht wirklich zum Thema gepasst, weil es ging darum, wie man einen tötet. Ach so. Schwer es ist. Ist das ist nur kein Zombie. Ja gut, aber die Frage ist, ob das die Zombies sind. Würdest du mit diesem Messer ihn töten können? Die Frage ist, ob du das Risiko eingehen würdest. Weißt du? Oh, geht überhaupt nicht. Also theoretisch, der kann es nicht werden, weil du bist Walking Dead, weißt du? Gehst du einfach hin, behältst den Zombie mit einer Hand und schießt mit der anderen Kopf. Aber willst du dieses Risiko eingehen? Das kann halt auch sein, dass die Kratzer dich infizieren. Kann auch das sein. Das kommt halt auf die Form der Apokalypse an, beziehungsweise auf die Krankheit, weil was muss man tun, um einen Zombie zu töten? Muss man sein Gehirn zerstören? Ja, immer gehört. Das ist das Sicherste. Ja. Weil ein Schädel nimmt ja an Kraft nicht ab. So. Und es ist halt immer die Frage, wird dieses Werkzeug ein Schädel durchstehen? Oder dieses Werkzeug wahrscheinlich. Ich glaube halt nicht, dass das wird es nicht schaffen. Ein gutes Messer von mir. Aber wie töte man ein Zombie, wäre dann ein schlechtes Werkzeug, dann sticht einen Schädel. Oder also ein Schädel, wenn ich damit jetzt so auf deinen Schädel einstechen würde, würde es wahrscheinlich nicht reingehen. Aber wenn ich damit in deinen Augapfel reinstechen würde, da sehr geschickt. Da muss man halt üben. Er ist halt schneller. Der Zombie bewegt sich halt auch. Der steht nicht still. Ja, und also, einziges Ziel klar, ist, man kann halt alles irgendwas töten. Nehmen wir ihn hier so. Ja, dann weiß der hier, alles reicht. So, ja, und er hat auch seine Hände die ganze Zeit an dir. Das stimmt. So spielt das einfach mal nach. Es ist halt, ich bin halt das ist der Zombie. Also ich komme jetzt rein, mal. Also jetzt, Fernseher läuft. Weiß ich nicht, du musst dich verteidigen. Aber stech ich ihn jetzt echt an? Ja. Hast du keinen Schuss? Nein, ich lutsche kein Bonbon. Oh Gott, ein Zombie! Hans, schnell schaffst du dich! Ja, du bist tot. Okay, gut, dann bist du tot. Sagst du uns, dass du jetzt tot bist? So, ich sitze dich auf dem Sofa und chill. Alles gut? Ja, alles gut. Ich hab mich nur irgendwo gekratzt. Ich finde halt wirklich, dass es immer viel zu viel Selbstverständlichkeit da irgendwie beim Zombie-Töten ist. Weil du würdest halt auch, das ist halt wirklich so ein Spiel mit dem Tod, du würdest auch nicht irgendwie in 3000 Kilometer Höhe auf einem Seil balancieren, um das Risiko einzugehen. Also würdest du nicht so nah an den Bund von einem Zombie rangehen, nur um zu töten. Ich sag, was ich vorhin noch hatte, ich war, wenn man jetzt weiß, man ist infiziert, und du hast dann dich damit abgefunden, so du stirbst. Aber willst halt nicht zum Zombie werden, weil du kein Risiko für andere sein willst. Es ist halt hier in Deutschland schwer, irgendwas zu finden, womit du dir, Waffen zu finden, womit du jetzt in den Kopf schießen kannst. Wenn du dich von der Brücke schmeißt oder irgendwo von runterschmeißt, ist dann das Gehirn genug zertrümmert, um. Komm, du würdest das selbst von der Brücke. Naja, wenn ich halt weiß, ach, du bist, hast du, bist, du stehst wahrscheinlich nicht auf. Du hast, glaube ich, echt nur sonst hängen. Ja, steh ich auf. Gibt es auch wahrscheinlich. Ach so, stimmt, ja. Aber du krebelst dann als so Matschhaufen unten rum. Ja, das ist ja besser als gar nichts. Was? Der Matschhaufen? Nee, ja, das ist ein Matschhaufen. Nein, es ist halt, weißt du, keinen anderen Menschen mehr zu leben. Es ist halt, ist halt der Gedanke so von wegen, okay, ich werde sterben, dann möchte ich nicht, dass mein Körper oder ich selbst... Doch, klar! Ja. Also, mein Gedanke wäre dann eher, mich als Zombie rumschlürfen zu müssen und nicht, dass ich nicht andere beiße. Das wäre vielleicht. Sehr egoistisch. Ja, aber du bleibst selber. Im Endeffekt das Gleiche. Das ist halt, dass das kein anderen beißen, ist halt der doppelte Effekt. Ja. Das ist ja der nette Nebeneffekt. Also, wir haben denselben Effekt, aber wir haben unterschiedliche Überzeugungen. Du hast halt echt nicht so viele Möglichkeiten, außer vielleicht erhängen oder so. Ich glaube, dann stirbst du nicht. Also, als Zombie, meine ich. Also, Mensch, ich würde besser selbst in den Kopf stechen. Das glaube ich nicht, dass du das hinkriegst. Ja, du müsstest es so auf den Boden machen, aus dem Reinfall. Ja. Möchtest du eine Waffe in den Kopf zu schieben? Ein bisschen mit Schwung. Hast du nicht. Ja, oder? Wie tötet sich das? Die alten Römer haben das gemacht, dass sie, wenn sie sich selbst quasi hingerichtet haben, haben sie einem, keine Ahnung, ob das mal Freunde waren, halt einem anderen Menschen ein Schwert gegeben, dann haben das dann so angelegt. Vielleicht glaube ich auch gerade Bullshit, dann tut mir leid. Aber auf jeden Fall wird es eine. Also. Was passiert jetzt? Du legst den Stein an? Ja, die umarmen sich dann quasi noch brüderlich ein letztes Mal. Ja, aber wir haben halt ein Messer oder so. Und man sagt halt, okay, ist selbst ein ja, du sagst halt einfach, okay, wenn ich heute Nacht schlafe, dann ramm mir bitte das Messer ins Auge. Aber ich würde auch nicht. Die Sache ist, dann ist sorry, ich würde dir nicht in den Kopf stechen wollen, wenn du noch lebst. Und aber vielleicht ist das kein Problem. Du hast einfach nur. Ja, was würdest du dann machen? Aussaugen. Da bin ich dann halt egoistisch oder so, aber ich will dir da nicht in den Kopf wir stechen. Wir können ihn auch einfach vor die Tür stellen, wenn er eh sterben will. Also, ja, dann müsst ihr mich halt töten, wenn ihr rausgeht. Wieso? Dann ist er ein Zombie.
Also es gibt so viele Zombies von denen, wir können eh nicht alle töten, dann kann er auch draußen mit. Ja, aber vielleicht willst du halt nicht, ja, dass dein guter Freund. Guck mal, wir können auch, wenn jeder das machen würde, dass er das so reduziert. Also jeder halt selber, wenn er gebissen wird, sich selbst umbringt auf eine Weise, dass es gehörnerfähig ist, dann wird die Anzahl an Zombies so hart reduziert, dass es halt gar nicht mehr. Macht aber nicht jeder. Sollte man aber. Je mehr Selbstmörder es gibt, desto weniger Selbstmörder gibt es. Dankeschön. Schauen wir das jetzt auf dem Zettel oder hast du das nur so eingeschmissen? Ja, ich nur so eingeschmissen. Okay. Aber vielleicht, wenn wir gerade eh so ein bisschen dabei sind, was du gesagt hast, ist es vielleicht möglich, eine Zombie-Apokalypse zu verhindern. Also wirklich, bevor es weltweit ausbricht. Jetzt angenommen, es ist ja Epizentrum Weimar, ja. Die Menschen töten. Also ich glaube, dann wird die Army oder irgendwas, Bundeswehr schon schnell kommen und das hier alles isolieren. Wenn wirklich hart bekannt ist, dass es ein Zombie-Ausbruch ist oder so. Könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie alles abriegeln. Ich sage, das ist schwierig, weil auf wen schießt du? Ja. Entweder echt Atombombe drauf quasi. Atombombe moralisch völlig in Ordnung. Würde wahrscheinlich nicht passen. Also und macht vor allem die Apokalypse nur noch schlimmer. Okay. Wenn jetzt sich so drei Länder denken, Atombomben, das ist ja schon... Atombomben, ja, aber man muss ja auch drüber reden, also weiß ich nicht, wie realistisch das ist, aber wenn jetzt zum Beispiel bekannt wird, okay, hier... Deutschland, Weimar, Zombie-Apokalypse. Ja, das sagen die anderen Länder vielleicht. Ja, die Deutschen regeln das ab so, und versuchen das zu isolieren. Nee, und dann sagt sich vielleicht Amerika, weil Donald Trump Präsident geworden ist, nee, wir wollen keine Zombies, wir schießen jetzt alle, die Hälfte unserer Atombomben schießen wir da jetzt in Thüringen rein. So. Tja, ich kann sie ja schon aufgebreitet haben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das passieren würde. Also es wird nicht passieren, aber... Also es wäre zu krass, glaube ich. Wenn es jetzt wirklich in Weimar ist und die stimmen gerade darüber ab, Weimar ist schon zur Hälfte infiziert. Dann sprengen wir es jetzt ohne Atombombe, sag ich mal. Muss ja nicht alles zerstören hier, aber so eine, weiß ich nicht, ist auch so, wie so eine Rakete, die einfach nur Weimar und Umgebung in die Luft jagt. Ja, das ist auch immer so dieses Thema Atombombe wird zu lange geworfen. Also ich würde halt fast sagen, man macht, weil dann sind wenigstens ein paar Opfer, anstatt dass noch mehr infiziert werden. Ja, lieber rechtzeitig. Du hast halt die Garantie, dass es danach besser ist. Wahrscheinlich ist dann selbst auch schon einer, der gebissen ist aus Weimar, Erfurt oder so. Das kann gut sein. Deswegen Umgebung. Oder halt einfach ganz Deutschland. Aber das ist halt, so schnell können die das gar nicht absprechen, wie das sich ausbreitet, würde ich mir vorstellen. Wobei ich denke schon, dass sie zuerst, also ich glaube, dass sie am Anfang versuchen würden, so das Gebiet einzudämmen. Ja, stell dir vor, da wird so ein Dorftrottel gebissen. Der fährt einfach auf sein Land, irgendwo in eine Hütte, du sprichst ganz Weimar, aber der lebt da noch und ist ein Zombie. Kommt irgendwie, fällt das Fenster raus. Und selbst wenn erst nach einem Jahr oder so einen anderen weiß. Und wenn du dann einfach, du gehst wandern und dann kommt da einer auf dich zu. Und du denkst, hey, was ist mit dem los? Weil du denkst, so, wir haben vorbei. Ja, und dann reißt er dich und dann geht's los. Dann denkst du, es ist irgendein Spaß. Gehst, gehst ins Krankenhaus, lässt dich untersuchen, sagst hier, irgend so ein Typ hat mich gebissen. Ja, dann legen sie ihn nach Hause. Und dann würden sie wahrscheinlich sagen, das kennen wir von vor einem Jahr. Also. Oder sie behalten dich halt im Krankenhaus. Sind halt in diesem Krankenhaus und dann rastest du jetzt aus und fängst an Ärzte zu beißen. Ja. Nein. Ich glaube, es ist schon schwer, das auch einzudämmen, wenn es mal ausgebrochen ist. Ja. Also es kommt halt wirklich auf diese Zeit an, die es braucht, um auszubrechen. Ja. Wenn es nach einem bis zuvor passiert, wird es richtig schwer. Das ist da eigentlich noch das realistischste, wenn das so auch wirklich auf so einer Insel Grönland oder was weiß ich ist, dass es so eindämmen kann. Können nicht schwimmen. Die Regierung wirklich, also gut, dass du das gerade sagst. Mich interessiert nämlich auch sehr, was die Politik machen soll. Genau, weil, wenn du, also so, Patient Zero geht, ist irgendwas ein vernünftiger Typ, der irgendwie merkt, okay, hier, ich werde hier irgendwie ganz schön rot und schwillt alles an und kratzt auf. Ich gehe vielleicht mal zum Arzt. So. Und dann merken die Ärzte kacke, dass irgendwas ganz schön abgefuckt ist und dann wird es wahrscheinlich erstmal an die, wird es ja dann weitergegeben irgendwie. Ich merke gerade, ob die Regierung oder die Politik halt vorher, ob man den dann so abschotten kann, dass halt vorher ein Plan entwickelt werden kann, dass halt die Sender, die Fernsehsender nicht damit anfangen, von wegen Zombie-Apokalypse als große Überschrift, sondern halt so von wegen Leute, also halt irgendwie das so aufzubauen, dass was man den Leuten klar macht, bleibt mal kurz zu Hause oder so. Was kommt, irgendein Orkan oder sonst was, keine Ahnung. So, dass man erstmal die Leute halt organisiert. Damit man dann irgendwie eine kontrollierte Durchsage machen kann, was zu tun ist. So. Gerade in Zeiten von Internet ist das, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Ja, naja, also wenn du es runterdämpfst, ist es nicht möglich. Und wenn du jetzt eine Angela Merkel vor dem Fernsehapparat stellst... Nee, egal, das ist ja auch das Internet kontrolliert verbreiten. Also. Ja, naja, aber die machen ja auch, was sie wollen. Also den ganzen Foren und so.
Also auf der einen Seite, wenn keiner, wenn es versucht runterzuhalten, ne, dann wird sich halt im Internet verbreiten. Und wenn du Merkel siehst im Fernsehen, die sagt, behalten Sie die Ruhe, wird halt auch genau das Gegenteil passieren. Wahrscheinlich. Mhm. Also ich glaube, Teile der Ereignisse könnten Sie beunruhigen. Ein Teil der Antworten. Aber ist richtig. Aber ich glaube, also man könnte es an dem Punkt noch kontrollieren, wo man sagt, okay, wir geben jetzt nur ausgewählte Informationen weiter. Informationen, die halt. Da ist ja erst echt Panik. Nee, also es muss ja niemand wissen, dass es ausgewählte Informationen sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass du quasi die. Was wäre dann so eine ausgewählte Information? Na, zum Beispiel, dass. Also, was gerade, lässt du weg? Na, du kannst halt, du musst halt nicht sagen, dass es dass gerade ein Zombie-Apokalypse verschwindet, sondern dass vielleicht einfach eine, weiß ich nicht, ist gerade irgendwie Lebensmittelskandal oder so am Start. Das ist halt schon hart. Sterben irgendwie, die ganze Stadt stirbt aus. Ja, Lebensmittelvergiftung in Weimar. Ja. 60.000 Menschen sind tot. Ja, du musst halt nicht sagen, dass die Menschen tot sind. Du kannst halt sagen, ja, da ist eine ganze Stadt. Ja, aber ruf einer von den Besten an und sagt hier, wir sterben hier, sagt mal durch. Aber wer weiß, wie oft das schon passiert ist. Vogelgrippe, Schweinegrippe. Da ist halt nicht so viel dran gestorben. Das weiß ich nicht. Da war schon riesen Panik drumherum. Ja, vielleicht war die Panik halt berechtigt. Ich glaube kaum. Meinst du, war ich glaube, die Panik um Lebensmittelskandal ist nie berechtigt. Ja. Meinst du, T-Virus war mit drin? Ich versuche halt auch nur ein bisschen Kontra zu geben. Ja, ist ja richtig, aber ich glaube, ein Taschentuch. Ich würde noch sehen, ob die Zombies schwimmen können. Ob die schwimmen können? Das ist, ja. Glaube ich. Oder sterben die, wenn sie im Wasser sind? Weil sie dann ertrinken? Ich glaube, sie sterben nicht, aber sie gehen irgendwann unter. Das Problem aber Leichen schwimmen ja oben, oder? Problem aber sind es Leichen? Es sind ja immer noch. Sie sind ja tot, quasi. Ist da gleich das ganze Wasser verseucht? Das wäre auch gut. Das also ich meine, das ist eh schon eine Kackwurst in dem Wasser drin. Aber als du noch Zombie wärst, das ist eh schon verseucht. Ach, das härtet uns alle ab. Weil das wäre interessant, weil wenn es auf Island ist oder so auf einer Insel und dann geht halt einer in den Atlantik und ist irgendwann in Amerika. Also das würde halt funktionieren. Weil wenn das würde halt allein deswegen funktionieren, weil er irgendwann so tief unter Wasser ist, dass er von dem Druck zerquetscht wird. Das ist mal passieren. Und nicht mehr laufen kann. Er kommt halt auch nicht mehr hoch. Also der hat, glaube ich, dann nicht die Kraft. Also der ist unter Wasser, saugt sich voll mit Wasser, ist komplett aufgebläht. Der läuft an der Atlantik rüber und kommt dann aber nicht mehr hoch. Hey, er kann auf den Strand hochlaufen. Also riesige Klippen und alles. Gut, wenn er Glück hat und da ist hier über 3 Kilometer ganz, ganz flach, aber irgendwann geht es halt mal steil und da kommt er halt nicht wieder hoch. Nach unten geht es immer, aber nach oben. Ja. Also ich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass sie durch den Atlantik laufen. Vielleicht treiben sie auch, vielleicht schwimmen sie auch oben und treiben rüber. Vor allem sind wir übelst, wir kommen auch nicht so schnell zu irgendeiner Insel oder so. Wir sind doch voll inmitten von nichts. Ich glaube, es geht eher darum, dass wenn es auf eine Insel ist, ob es dann von der Insel runterkommt. Es geht eher darum, auf so einer Insel schneller runterzukommen. Was ich jetzt gerne von euch wissen würde, was wären denn, also ihr seid jetzt im Waffenladen, so. Ja, aber ihr habt schon Essen und Trinken dabei, ihr könnt jeder eine Waffe mitnehmen. Welche Waffe nehmt ihr? Boah. So, ihr habt nicht viel Zeit, keine Ahnung, Zombies sind am anderen in der Straße und vielleicht da. Ich würde wirklich gucken. Warte mal, schon mal. Was? Waffe, welche Waffe nimmst du? Panzertape. Was, wir haben schon einen Stock und ein scharfes Messer. Okay, das zählt vielleicht. Also das Messer ist halt wahrscheinlich in den Waffenladen. Ja. Was nimmst du? Also wenn es natürlich eine Schusswaffe geben würde, würde ich die nehmen. Da gibt es halt fast alle Waffen. Also jetzt vielleicht kein Raketen. Nehme ich eine Schusswaffe, weil selbst wenn die alle ist, kannst du lebende Leute noch damit bedrohen. Da gibt es Armbrüste, ich nehme die Armbrust. Fuck, das wollte ich nämlich auch machen. Aber warum? Also ich finde, Armbrust ist so unpraktisch. Nee, weil du so lange brauchst. Der nee, aber ja, cool, aber... Nee, aber... Ich glaube, lieber einen Bogen, weil du kannst da übelst schnell schießen. Bei einer Armbrust legst du immer wieder einen Pfeil. Ja, das geht aber ja, auch schnell. Dann nimmst Jendrik mit der Armbrust, ich nehme die Brust. Ja, aber... Nehmt ihr nicht einfach eine Schnellschusswaffe? Ja, also... Okay, du nimmst auch eine Schnellschusswaffe. Also ich würde sagen, eine Waffe... Ich möchte jetzt mal bitte ausreden, ja? Das ist ja schon wieder in den Zuständen. Ich würde mich informieren, wo passt am meisten rein, wo wiegt die Munition am wenigsten. Aber nochmal das Szenario, du stehst in der Hand, die Zeit hast du nicht. Am anderen Ende kommt eine Zombie-Horde. Achso, scheiße. Du bist drin und kannst eine Waffe noch mitnehmen. Wenn das so extrem ist, dann würde ich sehr, sehr emotional gucken, was sie dann geil ist. Also, was da aus dem Aufschuss macht, das ist halt auch das, was nicht so viel wiegt. Also schon mal rein. Ich würde sehr emotional werden und fallen. Ich würde mich denken, Mann, wenn die es dir machen, das als du mit jetzt mal ehrlich. Ich würde schauen. Welche Waffe hat scheinbar am meisten Munition? Die Munition wiegt scheinbar am wenigsten und die Waffe an sich wiegt auch scheinbar am wenigsten und ist
für mich als Laie auch bedienbar. Okay. So. Also nicht unbedingt ein Raketenwerfer. Das wäre krass. Das ja, ja, auf 2 Meter macht ein Raketenwerfer nicht sehr viel Sinn. Das, ja, aber guck doch mal, du willst eine Armbrust nehmen, ja? Nee, ich nehme den Bogen. Ja, beides finde ich. Ist jetzt realistisches Szenario. Bogen finde ich auch besser als Armbrust. Aber du läufst jetzt durch die Straße, der wahre Feind ist der Mensch, ja? Und da kommt einer, der mit einer Armbrust da steht. Das ist weniger Armbrust. Der Mensch ist der Feind. Ja, na klar. Jeder für sich, Mann. Du gehst halt muss ja nicht sein. Es muss nicht sein, aber ich halte es für sehr. Also erstmal, gerade wenn 1000 Leute. Das ist halt auch schon so, so eine Prinzipfrage, weißt du? Wenn ich halt ein Typ mit dem Bogen bin, ja, dann bin ich halt sneaky. Dann ja, renne ich halt nicht durch die Straßen. Ich meine, ich reiche durch die Straßen. Ich bin dann der Typ, der aber hinter dir steht. Na, aber hinter dir kann dann auch plötzlich einer stehen. Ja. Das ist richtig. Und der findet das wesentlich bedrohlicher, wenn du eine Pistole hast, als wenn du mit einem Bogen durch die Straße. Ja, aber vielleicht wirst du mit dem Bogen deswegen nicht gleich erschossen. Wenn da irgendwo ein Scharfschütze sitzt, der sitzt da oben und hat noch 20 Kugeln im Training und er sieht dich da mit der Waffe laufen und hast einen vollen Rucksack mit einem Baguette drin. Der sieht das Baguette. Der schießt dich tot und holt sich das Baguette. Ja, wenn du aber einen Bogen hast, hat er vielleicht keine Angst, weil er weiß, er kann dich, also du mit dem Bogen tötest ihn nicht so schnell wie mit der Waffe. Ja, aber dann, das spricht ja nicht unbedingt für dich. Aber spricht ja dafür, dass du keine Gewalt zu anderen Menschen unbedingt willst, wenn du einen Bogen unterwegs bist. Ich glaube, ja, also wie würdet du hier, ja, folgendes Szenario. Supermarkt, keine Ahnung, ist jetzt schon eine Woche drin in der Zombie-Apokalypse, ja, haben wir einen Abruf abgefunden. Egal, 2 Monate. Also es ist du gehst zum Supermarkt, ja, wir haben uns wieder aufgeteilt. Ich habe gesagt, hier, Daniel, holen wir mal einen Snickers aus der Rewe. Ja. Mhm. So, du gehst da jetzt rein und da ist ein anderer, der raidet gerade auch das Ding am Snickers stand und du bist sehr empört, weil du willst ja für mich die Snickers. Der hat eine Pistole in der Hand. Gehst du jetzt auf ihn zu, sagst hier oder sagst, ey, peace, sag, ja, und riskierst, dass er sich einfach abschießt, kann ja sein. Ich würde trotzdem AP sagen, hier, ich bin auch ein Snicker. Realistisch gesehen ist das ein Snicker. Meine Schwanger noch mal aus, ich will nur ein Snicker. Ich halte es halt für viel realistischer, dass der Typ dann sich zu dir umdreht, sagt, verpiss dich. Also wenn wir ihn gleich töten. Nein, dann nicht töten, aber wenn du ihn zurück, also wenn du ihn zuerst getötet hast. Halt dann kann er aber auch schneller schießen, als du reagieren kannst. Wenn er schießt und du hast dann nicht geschossen, bist du halt tot. Du kannst halt auch einfach warten, wenn du auf ihn zielst und er nicht so weit ist, auf dich zu zielen, hast du einen Vorteil. Ja, so. Dann hast du auch einen Vorteil, wenn du dann mit einem Bogen schießt. Also das ist ein ziemliches Asi, willst alle Menschen plündern. Nein, na, das sag ich doch. Halt, also ich glaube, ich habe eine bessere Option für dich. Du wartest einfach, bis er alles eingepackt hat. Und wenn er geht, schlägst du ihm ins Gesicht und nimmst dir den Rucksack mit. Nee, das wäre halt richtig Asi. Warum? Hey, weil dann füge ich ihm meine Gewalt zu. Ich will eigentlich Ich will nicht erschießen, ich will ihn bedrohen, Mann. Sache ist, wenn man es jetzt realistisch sieht, ist nach selbst nach einer Woche, kein Snickers mehr. Nichts mehr. Der Supermarkt ist die ersten 2 Tage leer. Ja, klar. Nein, es gibt jetzt noch Snickers. Aber nee, aber das ist halt, wenn jetzt beim realistischen Sinn, dann ist es halt irgendwo anders. Wenn du den Menschen aber wieder triffst, weil ihr geht wieder zum selben Snickersladen, das sind halt noch Cornies da. Ja. Weil immer die Kaufleitmitarbeiter bei uns wieder schön auf. Nee, aber diesmal ist Robin zuerst am Conny stand und der wusste, dass er Robin schon bedroht hat. Ja. Wie viel Speicherung ist hier schon? Und er wusste, dass du eine Waffe hast, dann tötet er dich doch. Dann tötet er dich halt einfach und nimmt sich die Conny. Also ich glaube, das, was du machen willst, einen Mittelweg zu gehen, das geht halt nicht. Ja, das ist halt schlecht. Und das ist halt auch zu. Aber was ist, wenn du hinter der Wand stehst und sagst, du hast nicht mal eine Waffe? Kannst du sagen, hier, ich habe eine Waffe. Ich stehe in der Wand. Ich gehe durch das Regal auf dich. Ich habe eine Waffe. Werfen Sie sofort Ihre ganzen Sachen zu. Du kannst ganz schlecht zu hinter ihn stellen. Ich habe eine Waffe auf den Rücken gerichtet. Ja, so hier, genau. Nein, Mann. Ich habe eine Waffe. Lass das mal friedlich klären. Ich will nur an den Dinger sagen. Ich habe eine Waffe. Lass mich friedlich klären. Was? Das sagt man natürlich zuerst. Ich habe eine Waffe. Alle überleben wollen, wir teilen halt einfach alles. Das ja, ist aber das ist halt mit ihm. Aber also dann verstehe ich. Der will ja auch seine Leute mit Snickers versorgen. Ja, wenn es halt nur noch 1 Snickers gibt, dann stirbt entweder einer von uns oder wir teilen das Snickers. Nee, das ist halt gerade so. Du wirst halt, dadurch, dass es halt jetzt so eine riesen, eine Einheit gibt, die wirklich ganz klar feindlich ist, so wird dann nicht, das ist halt dieser Gedanke von wegen, wenn jetzt, also so als, wenn jetzt die Menschheit mit Weltraumreisen anfängt, trifft auf eine andere Welt. Dass dann die Menschheit als ein ist. So, jetzt haben wir hier auf der Welt eine ganz klare Rasse, die wirklich nur das Ziel hat, Menschen zu töten. So werden wir da nicht als Mensch wirklich ein. So.
Also ich halte es für unwahrscheinlich. Das Problem ist, wenn wir... Es gibt halt Nazis. Ja, wenn du dir allein anguckst, wie sich Hooligans auf die Schnauze hauen oder so. Ja, eben, aber so kleine Sachen. Da, so. Da, ja, aber da geht es halt auch nur Leben und Tod. Die, sind halt, die haben halt so eine Radikalität entwickelt, weil sie halt nichts zu tun haben. Von Religionskonflikten wollen wir jetzt mal gar nicht anfangen. Ja? Ja. Aber was ich sagen möchte ist, das Problem ist, wenn wir jetzt eine außerirdische Lebensform oder so kennenlernen und dann einen gemeinsamen Feind haben, dann ist halt auch klar, okay, wir können uns alle kommunizieren, wir haben hier auch jeder, also ja, da jeder, ist kein Chaos auf der Erde. Ja, wir haben hier trotzdem noch Infrastruktur, wir haben... Ja, du denkst jetzt eher um das Psychologische als um... Es geht halt, nee, ich weiß, was du meinst, aber es geht dann halt nicht in erster Linie darum, okay, lebe ich jetzt morgen noch, sondern es geht dann halt darum, okay, wir müssen unsere Spezies retten. In dem Moment geht es halt darum, nehme ich jetzt den Snickers und lebe einen Tag länger? Oder kriegt der jetzt den Snickers und lebt einen Tag länger, weißt du? Ja, aber damit sagen wir, Snickers lebt einen Tag länger. Ja, das ist ein sehr, sehr schlechtes Erbung. Sehr gutes Produkt. Nein, aber dann halt so, ja. Irgendwelche Snickers heilen. Du hast hier Diabetes oder so, brauchst halt Insulin. Du gehst in die Rewe, da liegt halt nur noch eine Ration Insulin rum und die meldet gerade einer. Du brauchst das, sonst stirbst du. Hey Leute, na, also bei mir wäre es halt die Thematik meiner Mutter. Meine Mutter zum Beispiel hier wäre, ja, meine Mutter ist also ich glaube halt schon, dass ich dann auf diese letzte Packung Insulin bestehen würde. Ja, und wenn der andere sagt, er braucht sie auch. Ja, was ist dann? Was ist dann? Ich glaube nicht, dass da eine Frage ist. Ja, beide eine Waffe. Ja, ich würde dann halt wahrscheinlich auch eine gewaltsame Lösung. Was würdest du machen? Habe ich meinen Bogen oder habe ich eine Waffe? Also keine Ahnung, du hast wahrscheinlich eine Waffe. Ja, beide eine Pistole. Aber ihr richtet sie nicht aufeinander, weil... Also sehe ich ihn beim Raiden oder... Alter, willst du ihn von hinten erschießen? Nö, ich werde ihn einfach auf den Kopf schlagen oder so. Und aber dann? Du weißt ja noch nicht, was du meinst. Das ist so, wir waren halt vorhin schon bei dem Thema, dass es im Film immer so leicht gesehen wird, ja. Zombies zu töten, die auch Menschen sind. Wenn uns das schon schwerfällt, dann wir werden noch nicht sofort zu Psychopathen. Ja, ich glaube auch, dass du auf Menschen gehst, ja, diese Person auf den Hinterkopf schlägst und das Insulin nimmst. Du bist halt nicht sofort Psychopath. Ich würde ihn halt nicht töten. Ich würde halt versuchen, ihm das Zeug irgendwie anderweitig abzunehmen. Ja, aber dann kannst du doch mit ihm reden. Aber wahrscheinlich erstmal ohne Gewalt. Gerade wenn du siehst, es ist so Daniel, dann willst du nicht Gewalt mit ihm eingehen. Wenn ich weiß, dass du einen Schusswaffe verlierst. Also, es ist halt egal, ob ich jetzt, also, wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Schusswaffe, dann eine Kugel tötet halt dich so schnell, wie sie einen Daniel töten würde. Ist halt die Sache. Aber, also, ich würde ihn halt nicht töten wollen. Ist auch, du willst aber doch auch wenn nicht, ich weiß, du willst aber auch nicht die Menschheit an sich, weißt du, es gibt Zombies und die scheiß Menschheit ist am Aussterben. Du willst doch nicht das selber noch reduzieren. Ist richtig. Ist halt dumm. Aber ich will halt auch nicht selber reduziert werden. Ja, aber wirst du ja nicht, also weil, oh Gott, weil es doch nicht so leicht ist, dieser Gedanke von wegen, ich nehme jetzt. Das ist nicht so leicht. Also, ich würde mir halt den Menschen angucken. Franz will immer nur alles. Oder der hat einen komischen Wurm vor dem Magen. Du hast die ganze Zeit gesagt, du willst es mit Gewalt lösen. Also ich sag mal, ja, ich bin auch grundsätzlich dafür, das friedlich zu lösen. Ich sag nur, du willst alle Leute sagen, nein. Nein, ich sag ja nicht nur dafür. Ich sag ja nur mal, wir als echte Menschen und nicht als Filmmenschen. Ja, klar muss damit es spannend ist, muss da Konfrontation entstehen. Ist richtig. Aber wir als echte, fühlende Menschen, die normal fühlen so. Das ist halt, Film fühlen nicht? Ne, schon, aber okay. Da steht halt auch dahinter, dass irgendeine Dramatik aufgebaut wird. Und wenn halt die Menschen sich nicht reiben, ist es langweilig. Das ist richtig. Ich sag ja auch, friedlich und so und vielen und hier. Ja, spread the love, DJ Bobo und so. Ich glaube, dass ich das will, sondern halt, dass es realistischer ist, glaube ich. Ich glaube halt, dass es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass jeder, der sich gerade nicht kennt und gerade in einer festen Gruppe zusammen rumläuft, dass die sich erstmal eher offensiv gegenüberstehen, weil sie halt den anderen nicht einschätzen können. Ja. Selbst wenn alle cool sind auf der Welt, könnten trotzdem alle denken, okay, aber ich kenne nicht alle auf der Welt. Vielleicht ist das ja eine krasse Raider-Kurve, die einfach alle kalt macht und Frauen vergewaltigt und sonst was, wenn sie halt gerade Bock haben. So, das weißt du halt nicht und deswegen bist du immer so distanziert zu den anderen. Was ich jetzt sagen würde, allein da also entsteht Spannung. Ich glaube, ich würde halt, also ich glaube halt schon, ich würde versuchen, also jetzt mal, okay, mal dieses Szenario gesehen, ja. Ich will die letzte Insulinpackung holen, weil, keine Ahnung, meine Mutter liegt halt zu Hause und ist halt, und braucht das halt echt dringend, weil es nicht stört. So. War und vorhin noch 15 Minuten. Drei Minuten? Ja. Und ich gehe halt hin. Also jetzt wrap up. Ich gehe halt hin und hole die Insulinpackung. Aber ich würde halt mit ihm reden, so. Aber ich glaube, wenn es mir nicht geben würde, würde ich halt schon versuchen, es mir irgendwie gewaltsam. Ja, aber er wird sich sehr verteidigen, wenn er es auch braucht. Aber ich würde trotzdem erst versuchen, also ich würde versuchen, ihn davon zu überzeugen. Ja, und ich würde halt. Klappt. Ja, na, ich würde halt vielleicht sagen, hier guck, ich habe eine Waffe so. Und dann sagt er, hier guck, ich habe auch eine.
Meine ist doppelt so groß. Ja, dann sag ich halt, okay, fuck off, aber. Ja. Dann geh ich. Musst du erst Penis vergleichen. Hä, ich würde es halt trotzdem in dem Fall versuchen. Ja, dann schießt er schneller und du bist tot. Ja. Dann bist du halt für nichts gestorben. Ja, das heißt, doch. Hä? Dann habe ich halt wenigstens versucht, meiner Mutter zu helfen. Das weiß deine Mutter nicht. Natürlich, wenn, aber, zu Hause wenn du tot bist, ist dir doch egal, ob die Mutter das weiß. Also, ja, das ist gegeben. Ich finde das ja gut. Also ich würde halt. Wer entsorgt denn bitte bei deiner Mutter den Code, wenn die zu Hause im Bett liegt? Was ist hier los? Hä? Ja, was ist das denn? War das jetzt gerade ein Zettelchen? Ja, das war jetzt. Also, ich bin halt schon. Also, wenn ich mit euch in der Gruppe wäre, wäre ich halt entschieden dagegen, dass Daniel der Adolf Hitler ist. Ja. Okay. Ich hab gesagt, du sollst bei der Mutter den Code entdecken. Sie liegt krank im Bett, Franz, soll sie sich einschalten? Sie liegt halt nicht krank im Bett, sie stirbt dann halt einfach irgendwann. Weil an ihrem Code. Ja, aber was gibt denn deine Mutter? Selbst Fleisch. Die Regen haben ja Insulin und Diabetes. Ah, oh, Franz. Franz, das steigere ich nicht zu sehr. Okay, ja. Nochmal kurz gesagt, so, was gibt deiner Mutter mehr Recht zu leben als dem anderen Typen, der ist? Ja, vielleicht hat er auch eine Mutter. Mutter, ja. Ja, aber das geht in dem Fall ja nicht um Recht, sondern es geht einfach darum, wofür ich mich entscheide. Und ich entscheide mich halt eher für meine Mutter als für die Mutter von einem Typen. Daniel, jetzt stell dich nicht in den letzten Minuten noch so im Mittelpunkt. Ja. Ist echt scheiße. Okay, ja, alles dort. Fuck, ich sehe gar nichts. Ich hoffe, das war's. Eine Minute nur. Das war ganz schön. Ich fand das sehr angeregt. Schade, dass wir das letzte, was ich noch sagen würde. Ist leer. Die Sache, das letzte, was ich noch sagen würde, was ich wirklich machen würde, glaube ich, ist, ich würde sagen, fuck it. Und würde einfach zu meiner momentanen Crush gehen und würde halt, keine Ahnung, da nochmal die letzten Tage. Wollte ich vorhin sagen. Was denn? Mit einer Stunde. Naja, das heißt, geliebte oder so. Weil dann ist so das egal von wegen, dass man, weißt du, schüchtern oder die ganzen sozialen Dinger fallen halt weg und dann sagst du halt, hier komm, die letzten paar Tage. Du bist die ganze Zeit, die ich eh schon die ganze Zeit verknallt bin, lass jetzt einfach den letzten Kannst paar Tage. Kannst du das auch machen, das ist eigentlich auch ein Problem. Das ist richtig. Ja, nee, aber jetzt ist halt so, diese sozialen Dinger sind immer noch da. Also ist halt das ist eh ein krasses Thema, wenn... Also sag mal, ob wir auch nochmal über ein ernsteres Apokalypse-Szenario diskutieren sollen. Nach Hashtag? Ja, also ich hätte da Bock drauf, aber ich weiß halt, es ist halt dann schon ernster so. Und wenn das Interesse da ist, können wir es machen. Hätte Bock drauf und mal gucken, ne? Ich habe jetzt hier noch bester Zombie-Film. Ich sage einfach mal, für mich ist das wahrscheinlich 28 Days Later, ja, weil der hat den schnellen Zombie und... Das war ein 28, er hat den schnellen Zombie. Der hat auch, also es ist halt die Fortsetzung. Aber ich fand den ersten geiler und der... Boah! Was geht ab? Das klingt nicht. Voll verarscht jetzt, ne? Daniel, hast du die GoPro angemacht? Schlechte Leute auf YouTube hätten nämlich jetzt einfach Schluss gemacht. Wir setzen noch einen drauf. Wir holen die GoPro raus. Wir halten uns nicht an irgendwelche Zeitbegrenzungen oder so, sondern wir hören da auf, wenn wir denken, dass wir aufhören. Aber so. Wir bringen das als Episode ab. Ich würde sagen, wir hören jetzt auf. Ja, lass es mal in 5 Teile schneiden. 5 Minuten. Kommt nicht hin. Man muss ja natürlich ziehen. Aber ich möchte erst nochmal sagen, bevor man jetzt denkt, dass ich so übelst gewaltbereiter Mensch bin. Ich würde halt... In dem Fall würde ich halt jemanden wahrscheinlich töten. Also nein, nicht töten. Hä? Ich würde Körper dass ihr nicht denkt, dass ich ein gewaltbereiter Mensch bin. Ich würde jemanden töten. Also, das ist das nein, das ist so jedenfalls ja, täglich. Richtig. Also ich würde halt niemanden töten, aber den schon. Gewalt zufügen. Also ich würde nicht auf Gewalt verzichten, wenn es darum ginge, das Leben meiner Mutter zu retten in dem Fall. Ja, aber ja, das wird der andere aber genauso denken. Guck mal, so tickt dann die ganze Welt, ja, mit diesem Denkmuster. Ja. Dann bin ich, da gibt's dann nur Konflikt. Die Sache ist aber, so, dann hast du das eigene Insulin. Also ich würde halt niemanden mit einer Waffe bedrohen und mit einem Snickers. Hä? Ich sag nur, ich hab hier eine Bedrohung für dich, lass das mal friedlich klären. Ja, Digga. Die Sache ist halt... Also es macht halt in unserer Gesellschaft macht das keinen Sinn. Ja, aber in der Zombie-Apokalypse halt schon. Ja. Hier, wir wollen beide nicht sterben. Ich habe eine Waffe, du hast vielleicht eine Waffe. Ich will einfach nur einen Snickers oder so ein bisschen Insulin, keine Ahnung. Ja, also mit dem Insulin ist das Problem, was du vorhin gemeint hattest, dass du zu deiner Oma gehen würdest und weil deine Oma ja eh sich aufgeben würde. Und dann hast du halt diese. Vorhin hast du deine Oma gemeint. Weil die es eh nicht schafft. Ich glaube, weil die es eh nicht schafft. Und bei deiner Mutter ist ja auch so, klar, hast du dann die eigene Insulinspritze. Aber wenn die dann weg ist, ja, also ich brauche noch mehr. Ja, aber dann habe ich halt auch Zeit, eine neue zu suchen. Ja, naja, aber willst du jedes Mal wieder da zurück? Nein, das reicht halt schon länger als ein Tag. Also irgendwann wird es halt auch sterben. Ist halt schon richtig. Du kannst
Stimmt, die ganzen Leute, die irgendwelche Allergien haben oder irgendeine Kacke, die sterben. Ja, was würde eigentlich bei. Also, sorry, aber. Natürliche Auslese. Problematik. Also, ich hätte dann wahrscheinlich die ganze Zeit Nase laufen. Keine Ahnung, aber also ich hoffe, dass ich nicht dabei sterbe. Ja, wir können Milbenscheiße suchen. Wir können halt Milbenscheiße für dich züchten. Ja, kann ich dann halt weiterhin tägliche Ration Milbenscheiße nehmen und dann. Ich glaube, gerade eine Mutter, die auf irgendwas angewiesen ist, würde im Bett sagen: Ey, Sohn. Lass es, ja. Du sollst es nicht für mich Insulin holen. Aber gerade als Mutter und Kind so, also du willst ja, dass dein Kind überlebt. Ja, aber das Kind würde wiederum sagen, scheiß drauf, ich versuch's trotzdem. Die Mutter sagen, ich sterbe dann halt nächste Woche. Ja, nee, ich glaube, ich würde halt schon... Was würdest du für Jendrik holen? Jendrik braucht halt kein Insulin, aber ja, wenn er es braucht. Aber wenn ich sage, ey, Apokalypse bricht aus und Jendrik ist übelst für Süßigkeit. Ist wie mit dem Snickers. Jendrik ist halt Insulin. Jendrik ist halt sowas wie mein... Nichts, also wir sind halt auch eigentlich Brüder. Also machst du es oder nicht? Klar. Auch wenn er sagt, er will es nicht, dass du es machst. So. Ja. Robin will es nicht. Weiß, also, wenn er jetzt sagt, oh, ich will Süßigkeiten, und ich sage, okay, geil, hol ich dir. Und ich will Robin seinen Snickers holen, wenn er Bock drauf hat. Das gehört. Also wenn, würde ich halt sagen, okay, komm mit, dann holen wir es zusammen. Nee, ich brauch's was nicht. Ich bin also, Arzt im Nahkampf und kann alles fertig machen und ihm hole ich deinen Snickers. Ja, aber also wenn Robin jetzt sagen würde, ey, ich brauche unbedingt einen Snickers, ich... Weiß nicht, ich habe jetzt zum ersten Mal seit 3 Jahren Zombie-Apokalypse, schmecke ich wieder was. Und ich habe die ganze Zeit Schnupfen. Dann würde ich sagen, okay Robin, du bist gerade irgendwie, keine Ahnung, bist ausgerutscht, hast mit den Knöchel, hol ich dir jetzt auch deinen Snickers. Aber ich würde halt nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt gerade Bock, dir einen Snickers zu holen, also mache ich das. Das ist ja also. Ich finde das mit der Nase laufen. Ich würde halt auch nicht wollen, dass jemand von den anderen Leuten sagt, okay, ich hole dir jetzt einfach das, worauf du Bock hast. Dann würde ich halt auch mitkommen. Also es klingt auch so, wenn eine Auseinandersetzung ist, wird es meistens Gewalt enden. Oder wie wollt ihr eine Auseinandersetzung lösen? Also ich sag nicht, ich habe gesagt, ich bin dagegen, aber ich sag, dass es wahrscheinlich ist. Ich glaube nicht. Und ich würde auch was nicht Bock haben, jemanden einfach zu töten, nur weil ich halt sonst sterbe. Also als Also ich würde halt auch nicht sagen, okay, ich gehe jetzt raus und hole Snickers, sondern ich würde sagen, okay, wenn ich das nächste Mal Essen hole, versuche ich einen Snickers mitzubringen. Also ich wäre halt, ja, ich bin vielleicht schon nicht der überlebensfähigste Mensch, aber ich bin clever. Weißt du? Du redest über dich? Ja, also wenn ich, du kennst mich doch, ich gehe halt nicht raus, wenn ich das nicht irgendwie clever verbinden kann. Ja, wenn eine Pizza vor der Tür liegt, würdest du rausgehen. Ja. Wenn die Zombie der Pizza bringt, das wäre gerade Topsatz. Ein Pizzabote? Ich hab's verkackt, mach weiter. Ja, was der Pizzabote mit Zombie ist. Nein, was ich noch einwerfen wollte, weil ich auch ein bisschen den Bogen spannend zum Anfang, weil ich das ganz schön fand. Ja, Jendrik, ja. Du mit deinem Crush, ja, wo du hin willst. Wo dann nichts mehr zählt. Das habe ich ja auch gesagt, dass in der Apokalypse, deswegen ist die Faszination so da, dass diese ganzen gesellschaftlichen Werte wegfallen und jeder halt so ein bisschen macht, worauf er Bock hat. Obwohl natürlich Gefahr dabei ist. So, und deswegen ist halt, glaube ich, auch die Faszination so da, dass du dann halt auf alles scheißt und einfach das machst, was du sonst gern machen würdest, aber aus irgendwelchen Gründen halt nicht machst. Mhm. So, das ist die Faszination. Ja, also viele Grenzen werden... Du kannst halt auch hin zu deinem Crush gehen. Klar, man hat halt viele Grenzen quasi so... Crush die weg. Also, weil die Sache ist, du hast halt nicht das Argument... Viele Grenzen existieren halt nicht mehr. Du hast halt nicht das Argument von wegen, yo, in 2 Tagen geht die Welt unter... Mit dir will ich meinen. Du kannst es klar bringen jetzt. Du sagst ja halt, 2 Tage geht die Welt unter. Vielleicht hast du die Nachricht noch nicht gesehen. Ich will mit dir den Rest meines Lebens verbringen, ist ein ganz anderes Argument. Ich werde das jetzt sagen. Mann, ich. Gleich als Opener. 2 Tage die Welt unter. Wenn das Leben halt nur noch 2 Tage geht, ist das schon wieder was ganz anderes, ne? Aber er will den Rest mit dir verbringen. Das finde ich süß. Für den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Aber du kannst es ja auch trotzdem anders machen. Du kannst ja sagen, ich möchte diesen Abend. Ja. Dieses Abend. Du musst ja auch nicht irgendwie gleich irgendjemand mit irgendjemandem was verbringen oder so, sondern einfach nur sagen, hier Alter, wie sieht's aus? Finde ich eigentlich ganz dufte. Wollen wir uns vielleicht mal irgendwie auf dem Eis treffen? Das Problem ist natürlich, wenn du gar keinen Nassing treffen. Ich glaube, ja, das Eis ist bis dahin geschmolzen. Ja, ich glaube auch. Die Kohlkappenschmerzen auch dauerhaft. Ja. Das ist halt auch so eine Sache wegen... Klimawandel müssen wir auch ansprechen. Nee, also das wäre halt wirklich ein Thema für wirklich... Realistische Apokalypse, so. Ja. Könnte man wirklich. Irgendwas. Also, es gibt ja verschiedene Sachen. Das jetzt, was ich noch machen wollte. Aber jetzt sind wir bei Zombies. Ja, genau. Du mit deiner Nase. Ich stell mir das nämlich lustig vor, wenn du dann halt keine. Der ist halt echt guter Zombie. Nee. Wenn er jetzt keine Medikamente mehr hat und deine Nase die ganze Zeit laufen würde, klar würdest du vielleicht die ersten paar Tage hier noch irgendwas suchen, womit du es abwischen würdest. Dann würdest du. Ich würde mir damit abfallen, dass du ihn so nimmst, trotzdem. Ja, wenn dein Bart halt dann nicht mehr rasiert wird. Das sind das halt nur noch solche. Wir haben auch kein Wasser, um drauf zu waschen. Ja, wir haben Wasser, das ist eine Scheiße.
Top. Schön. Damit wird sie jeden Abend gewaschen. Was ist denn dann hier und so getrunken. Mit einer aber ich kann mir doch trotzdem die Nase putzen, oder? Nein, aber irgendwann ist kein Klopapier mehr da und kein Papier mehr da. Wo bitte? Ja, wenn ich so mache, keine Ahnung. Ja, dann aber eben, dann hängt es aber hier alles fest. In den Bahn. Nein, ja doch. Es einmal mit Schwangels. Ich glaube, auch Steinzeitmenschen hatten hier nicht immer so eine... Nein, aber die hatten jetzt halt gerade die Allergie. Das heißt, es läuft ja die ganze Zeit. Was ich hatte, also wir hatten halt im Sommer diese Thematik, wir waren im Schwanseebad. Der nicht aus Weimar kommt, das riecht halt sehr gut. Da sind Algen und so im Wasser. Und wir waren halt in diesem Wasser. Und Robert meinte halt so: Ey, warte mal, ich riech gerade irgendwie was. Oh, boah, riecht das ja immer so. Krass, also dann würde ich ja nicht herkommen. Ja? Also der Mann riecht halt echt viel. Es ist halt echt jedes Mal. Das, was ich sagen wollte: Also Zombies stinken halt auch hart. Wahrscheinlich. Das heißt, du wärst halt ein 1A Zombie-Killer, weil das wäre dir halt egal. Ist richtig. Du müsstest halt nur dazu wegkommen, dass sie halt. Ich glaube, das ist ein Geruch, gewöhnst du dich auch. Ja, glaube ich auch. Irgendwann gewöhnst du dich. Das ist wie wenn du Müllmann bist. Vielleicht ist es sogar auch ein Nachteil. Oder Schwanzbad gehst. Wenn du halt jetzt hier liegst. Hallo, nichts gegen Bogen. Aber also, wenn du hier liegst und du riechst halt, oh, riecht wieder ein bisschen strenger nach Zombie, denkst du halt, nehme ich jetzt mal mit dem Messer in Anschlag. Wäre dann halt bei dir nicht so. Ach so, ich habe keinen Warnmechanismus. Ja, oder das halt, also es gibt ja ganz, ist ja diese ganz berühmte. Dieser ganz berühmte Ausschnitt in irgendwelchen Zombie-Filmen. Irgendjemand steht halt in der Nahaufnahme da, so guckt sich panisch um und dann kommt irgendwo so ein Zombie ins Bild und von hinten oder so und das könnte man dann halt auch schon riechen. Naja, aber ich weiß nicht. Hört man es doch eher als. Weil ja, das so viel, ja, das wenn so viel so vergammeltes Fleisch unterwegs ist, ob du dich da nicht so an den gegenliegenden Geruch abtötest, ist das halt einfach dann der kleine Unterschied. So, manchmal kommt halt ein Wind so. Und bringt ein bisschen Gammelgeruch an und dann denkst du ja auch nicht jedes Mal, kacke, hier ist ein Zombie im Zimmer, sondern halt, okay, wieder eine Windböe mit Gammelfleisch. 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 Wollen wir noch ein Resümee ziehen? Ja, nein, er hat ja gerade schon den Bogen so schön gezogen, ich da ist wieder mein Kacke mit deiner rotzigen Nase. Ja, aber ich fand das nicht so. Wieso hast du die rotzige Nase so aufgezogen? Ja, weil ich das lustig fand, den Gedanken. Ja, aber es ist halt auch jedes Mal so, wenn ich was rieche, ist es dann immer was Abartiges. Und jetzt noch, ich das Schwanz. Das wollte ich halt nochmal vielleicht ansprechen, so ein Thema. Also, es ist ja gerade in der heutigen Gesellschaft sehr, oder bei uns zumindest sehr verbreitet, dieses, also schon fast Hygiene-Fanatismus. Also, weißt du, jeder muss halt irgendwie auch perfekt aussehen und alles. Und oder die meisten Leute versuchen, irgendwie so ein Ideal hinterher zu rennen. Und bei so einer Zombie-Apokalypse wäre das halt auf einmal scheißegal. Ja, und das wäre halt schon lustig. Ich glaube halt auch, dass das halt ein Grund ist. Also, nicht lustig, aber es wäre gut. Man macht sich halt jetzt über solche Lappalien Sorgen und Gedanken. Und du dann in der Apokalypse denken musst, was ist denn das? Also, Schminke. Wenn du dann, ja, zum Beispiel, wenn du dann zurückdenkst, Alter, mit was haben Leute ihre Zeit verbracht, so. Du gehst halt raus und struggles, dass du Insulin für deine Mutter kriegst. Ja. Und vor einem Jahr haben halt die Leute noch gedacht, oh mein Gott, wenn ich auf die Party gehe und mein Auge schlecht geschminkt ist, dann mach ich mich zum Appel. Machst du das jedes Mal? Jedes Mal. Ich glaube aber gut, das ist ja logisch, dass ich die Sachen. Meinst du halt, es gibt vielleicht Situationen? Ja, aber es ist halt befreiend, glaube ich. Und deswegen denke ich, dass die Faszination da bei vielen so ist. Es gibt ja auch tausend, weiß ich nicht, hier dieses in Dresden oder wo das ist, wo die Idioten rumrennen, Pegida, nein, ja. Das andere Mann. Wie heißt denn das? Zombie Run oder so heißt das. Wo halt sich wirklich tausende von Leuten treffen und einfach nur das nachspielen, weil halt die Faszination so da ist. Also aber was halt. Wie, also was jetzt, ich glaube, Jendrik offscreen nochmal gesagt hatte, dass diese ganzen. Hast du das? Also diese ganzen. Na, das mit ganzen, auch, ich weiß nicht mehr, was war, aber dass diese ganzen Menschen halt auch ausrasten, wenn sie halt wissen, okay, jetzt, dass es dann keine Gesetze mehr gibt. Dass die hässlich werden, um zu rapen. Ja, das hast du gesagt. Das meinte ich halt auch wahrscheinlich. Vielleicht ist es nicht unbedingt so, aber wenn jetzt halt bekannt ist, dass dann halt quasi keine, dass man nicht mehr gesetzlich verfolgt wird oder so, dass dann halt auch sehr viele Leute so. Anarchie-mäßig, ja, das ist so der Stärkere überlebt. Deswegen sage ich ja, dass ich glaube, das ist auch bei vielen Menschen. Also gerade jetzt so in dieser politischen Phase merkt man doch auch wieder, wie generell so, also so eine Grundablehnung oder Feindseligkeit viele Menschen einfach anderen Leuten schon allen gegenüber haben. Ja, die Frage ist halt einfach, ohne dass sie jetzt irgendwie ernsthaft bedroht sind. Wie viele Leute machen Dinge nicht, weil sie es aus moralischen Gründen nicht wollen, so. Oder weil sie es aus gesellschaftlichen Gründen nicht wollen. Ja, nee. Wenn das Gesetz halt nicht da wäre, würden sie es einfach machen. Wie jetzt zum Beispiel, wenn es legal wäre, Frauen zu rapen oder Flüchtlingsheime anzuzünden, würden wahrscheinlich mehr Flüchtlingsheime brennen. Ja, die Sache ist aber, du hast ja auch, dass du gerade gemeint hast, dass diese ganzen Sachen dann banal wirken tun,
Dann kann ja auch sein, dass halt eben diese gegen Zombies, die dich halt um so Teufel komm raus beißen und umbringen wollen, sind dann Flüchtlinge noch so schlimm so? Vielleicht ist es, vielleicht ja, denkt das halt jeder im Endeffekt. Weil eben dieser ganze dumme Hass und diese ganze dumme Ignoranz entsteht ja auch einfach aus so einer Langeweile heraus. Also aus so einem Provinzzeug. Ich meine das nicht so, dass wenn jetzt morgen Zombie-Apokalypse ist, dass das erste, was passiert ist, dass alle Flüchtlingsheime brennen. Nein! Ich meine ja nur, ob dann halt so. Ich meine jetzt nur, dass viele ja, klar, gesetzlich die Leute abhalten. Ja, natürlich, okay. Aber ich meine ja nur, ob sich das doch. Hey, wenn morgen alle Flüchtlingsheime brennen, wisst ihr schon vor den anderen Leuten, dass Zombie-Apokalypse ist. Ich bin nur 2 Tage sterben, das war recht. Das ist so dumm! Hey, also ich hab gedacht, der hat das so aufgefasst. Deswegen hast du nicht so dumm. Ey, spult mal zurück, Männer. Ohne Spaß, du hast ganz viel erzählt. Nee, warte mal. Die brennt nicht die Flüchtlingsheime ab, weil schon die Apokalypse ist, sondern weil die Langeweile hat. Ja! Und falls es rüberkam, was ich nicht glaube, dann okay. Tut es mir leid. Der Punkt von Hendrik ist doch einfach nur, dass so eine Zombie-Apokalypse quasi solche Tribute von wegen Flüchtlingen zum Beispiel komplett hinfällig machen. Ja, also klar ist dieser Aspekt da, dass die Gesetze wegfallen. Ich habe halt nur gemeint, so von wegen dann dagegen, dass diese ganzen Banalitäten dann eben auch aufgehoben werden und das dann halt eben. Was du halt auch schon gesagt hast, mit zu ja, eben. Also, dass es sich halt irgendwie vielleicht auskoppelt so ein bisschen, dass eben diese ganze Idiotismus, dass dann den Leuten dann halt auffällt, ja, okay. Ja, ich glaube, die Sachen werden dann einfach alle unwichtiger. Ja, weil es eher ums Überleben geht, weil du weißt, es sind jetzt schon Abermillionen Menschen gestorben und du willst eigentlich auch nur überleben. Und du kannst halt jeden Moment sterben, dann willst du jetzt nicht unbedingt Flüchtlingsheime abbrennen. Ja. Weil es dein neues Hobby geworden ist. Aber die Frage ist halt, also ob dieser vermeintliche Hass halt wirklich so stark ist, dass er dann halt noch über so eine Katastrophe hinaus. Das glaube ich nicht. Weil diese ganze, das ist halt wirklich aus diesem provinziellen. Stell dir aber jetzt mal die Situation vor. Du gehst in Rewe und das sind 2 Flüchtlinge am Snickers. Da schießt du gut. Und du. Aber es ist halt nicht einer, es sind halt 2, ne? Ja. Weißt du? Es halt so die sind halt immer nur viele gegen einen. Ja. Anders können die gar nicht. Die sind halt, also. Es sind gleich 2, genau. Aber einer wäre ja auch langweilig, das wäre ja so schlecht. Genau deswegen würde ich halt auch nicht alleine Snickers holen gehen. Ja, aber würdest du dann, weil du noch Hass auf Flüchtlinge hast, weil du vielleicht bevor die Apokalypse war, Flüchtlingsheime abbrennen wolltest, aber wegen den Gesetzen es nicht tun konntest. Ja. Und jetzt, wenn die Apokalypse da ist. Ich erlaube, den Heim abzünden. Nee. Also ich glaube, Menschen, die blöd genug sind, Hass auf Flüchtlinge zu haben, haben den auch, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht. Ja. Ja, auf andere Menschen. Aber die werden auch sehr schnell sterben, diese Menschen. Ich glaube halt, wenn man das jetzt halt auf dieses Thema Flüchtlinge bezieht. Im Endeffekt ist doch jeder ein Flüchtling, wenn die Zombie-Apokalypse losbricht. Ja. Nein, wer in Deutschland geboren ist. Ja. Das ist nur, wenn du jetzt zum Beispiel in Polen bist oder so, dann bist du ein Flüchtling. Du bist eh zugezogener. Dann hängt überall Plakate von der Zombie-Landschaft oder so. Ich weiß es nicht. Aber um das vielleicht nochmal. Wir waren so gut beim Thema jetzt. Doch, aber wir können das auch so zwei. Ich glaube, ich würde vielleicht echt in ein anderes Land gehen, weil es da sicher ist. Also, keine Ahnung. Irgend so ein hinterletztes Ding in Schottland oder ja. So. Wirklich auf der Insel ist halt sicherer als. Mit Heinrich drüber diskutiert. Ja, in ich weiß, wo ich hingehe. Heinrich hat so einen Ort und da hat er gesagt, nimmt er nicht mit. Okay. Das ist irgendwie so, da kann man so auch also fährst du zuerst nach St. Augustin, holst Heinrich oder fahrt ihr? Ich sag halt Daniel, er soll mir mal an St. Augustin. Wo geht's denn hin? Das ist halt irgendwie so eine Hütte, die da nicht. Wie heißt das? Du weißt, ja, was er erzählt hat. Das ist auch gemeint. Wie heißt das? Wie heißt das? Nicht autoritär, das war irgendwie so eine Erziehungsmethode. Autonom leben kann. Also so, du hast irgendwie deine Zisterne und deinen Ofen und. Sammelst du dann Pilze im Wald. Aber die Sache das kannst du halt theoretisch auch hier bei der machen. Ja, aber hier sind halt viele Leute. Ja, aber wie gut kommst du? Die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Zombie hochläuft, ja, aber die Leute, die bleiben ja nicht hier. Wie viele Sekunden dauert es, bis die ganzen Ausfahrten hier verstopft sind? Und es ist Stau. Ja, sind wir wieder beim Thema Fahrrad. Stimmt, wir fahren mit dem Fahrrad ins Ausland. Aber wie werden du kannst dann auch keinen Zug mehr nehmen oder so, weil der Zugfahrer hat wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Ah, doch. Grenzen, Deutsche Bahn. Grenzen werden vielleicht verriegelt, weil. Okay, guckst du im Fahrplan nach? Hey, der müsste kommen, schon wieder Verspätung. Grenzen werden verriegelt, weil Deutschland ist der Patient Zero, Deutschland bricht es aus. Lassen wir die Leute jetzt aus Deutschland noch raus oder so? Also weißt du, so von wegen kommst du überhaupt über die Grenze drüber.
Ja, also ich glaube, wenn es wirklich eine Apokalypse und es schon auf der ganzen Welt ist, dann ist es ja... Da ist die Grenze egal. Ja, okay, wenn es schon auf der ganzen Welt ist, gut. Aber das ist halt die Sache, warum warten wir noch 2-3 Wochen, bis es auf der ganzen Welt ist, eh wieder. Ja, damit sich die ganze Sache beruhigt hat. Stimmt. Ich glaube, ja, also es kann... Wenn es dann auf der ganzen Welt ist, dann hört es sich ein bisschen beruhigt. Ja, nee, aber es ist doch viel besser, wenn du abwartest, bis diese ganze Standard... Also diese ganze Starterpanik... Ja, aber dann bist du vielleicht auch schon tot. So. Ja, dann hast du halt... Dann bist du halt tot. Dann kann es dir halt auch egal sein. Ja, deswegen meine ich halt so... Aber ich glaube, die größte Wahrscheinlichkeit, bei einer Zombie-Apokalypse zu sterben, ist halt echt, dass du in diesen ersten panischen Stunden, Tagen, vielleicht auch Wochen, drauf gehst, weil da einfach alle komplett abdrehen und übelstes Chaos ist. Ja, oder halt, es kommt ein Zombie auf dich zu und du weißt nicht, wie du ihn umbringst. Das kann halt wirklich also, sein. Da kommt einer auf dich zu und du hast nichts in der Hand. Was willst du machen? Gut, du kannst wegrennen oder so. Ja. Aber vielleicht kommen dann von vorne auch noch zwei. Also... Ich bin wendig. Aber du bist faul zum Rennen. Alter, das ist halt auch so eine andere Sache, richtig. Was ich überhaupt nochmal ansprechen wollte, Kondition so. Ja, du hast Probleme mit der Lunge. Ja. Bei dir weiß ich nicht, ob du rennen kannst. Du kannst, glaube ich, rennen. Du kannst auch rennen, aber du kannst halt mit Körperkontakt rennen. Und du hast halt auch nicht so viel Konditionstraining in letzter Zeit gemacht. Ja. Und ich halt auch nicht. Wir sind alle tot. Ja. Ja. Du kannst doch vor den wegjoggen, die kriegen dich nicht, wenn du so schnell läufst. Ja, deswegen, worauf ich jetzt hinaus wollte, war... Reden wir jetzt, also ist halt auch entscheidend, ob Zombies sind, die wirklich rennen, wie jetzt hier, ich glaube bei DayZ war das so. Ne, warte, wie heißt das? World War Z. Da sind die ziemlich schnell. Ja, und bei The Walking Dead sind die ja nicht wirklich schnell. Ich glaube, das siehst du dann halt einfach, wenn sie kommen. Aber das ist auch nur bei Zombieland, das sind die ersten Regeln da. Die Zombieland-Regeln sind auch ziemlich gut. Ja, so. Also, wenn man merkt, okay. Zombie-Apokalypse geht los, nochmal Zombie-Land schauen. Ja. Das wird neue Zwangsdelikte. Ich glaube, es wäre echt klüger, wahrscheinlich abzuwarten. Also, weil, wenn du sagst, ja, Massenpanik so, nicht gleich in den Supermarkt zu gehen, du hast dann nicht mehr so viel Loot, wenn alle. Ja, oder halt sind. Gar nichts mehr. Das ist halt das Problem. Ja, wahrscheinlich gar nichts. Aber wenn du da hingehst und tausende Leute gehen da gleichzeitig hin, dann bist du wahrscheinlich einfach tot. Hm. Entweder ist da einer mit einer Waffe, der durchdreht, oder es wird einer gebissen und zack, zack, zack. Das kann halt auch. Keine Ahnung, jeder kann schon... Aber wenn es jetzt zum Beispiel ausbricht und du willst jetzt nicht mehr rausgehen, wir haben nicht so viel da, wir kommen vielleicht eine Woche hin. Ja, also zum Bock würde ich schon gehen, aber weiter halt nicht. Okay. Als zum Kaufland, wird, da geht halt jeder hin, weißt du, da würde ich halt nicht hingehen. Aber gerade der Bock ist so ein kleiner Laden, da glaube ich, er würde sich auch verrammeln. Ja, wahrscheinlich. Also. Und er hat halt für sich dann genug für einen Monat so, weil ich glaube nicht, dass er so ein krasses Lager hat. Ich glaube, der bestellt ja wöchentlich nach oder so. Der hat aber trotzdem alleine viel da... Ja. Geht mal zum Bock. Ich glaube halt auch, die größte Wahrscheinlichkeit ist, wenn dann wirklich die Leute fliehen, dass du dann einfach versuchst, in Wohnung reinzukommen und da das Zeug holst. Das ist halt aber hart riskant, weil da wirklich noch Leute drin sind. Du kannst ja nicht einfach reingehen und sagen, ey, hier... Das habe ich mir nämlich auch überlegt. Zombies klingeln ja nicht. Wenn du in Amerika einfach dann irgendwelche fremden Wohnungen lootest, du bist halt einfach getötet. Ja, die haben halt alle eine Waffe am Start, wenn nur zu Hause halt. Wenn du hier kannst du halt theoretisch rumgehen, gut, die haben auch irgendwelche Messer oder so, aber ja, das ist ja wesentlich ungefährlich. Aber ich glaube auch, dass hier in Deutschland sind wir nicht so schießwütig oder so, weil die sind halt sofort drauf aus. Ja, aber die Amerikaner können sich somit eigentlich auch besser gegen die Zombies verteidigen. Aber nicht besser gegen sich selbst. Aber ich glaube, die werden untereinander schneller aggressiv, weil jetzt haben sie einen Grund, ihre Waffen zu benutzen. So, weißt du? Das ist ja allein schon so wenn Einbrecher reinkommen, die packen sofort die Waffe aus. Und einige Leute würden ihn dann auch sofort erschießen. Ja. Das ist wirklich so. In Amerika, wenn die Leute interviewt werden, die sagen, ja, okay, wenn bei mir jemand einbricht, ich habe eine Waffe, um meine Familie zu verteidigen, und dann habe ich auch das Recht, ihn zu erschießen. Ja. So total, total absurd. So, wenn hier jemand einbricht, also, dann bringst du den Schaden. Erschießt wirklich. Das ist ja noch krasser. Gesetz, ja. So, dadurch ist ja dann halt... Um das mal kurz einzuwerfen, also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich weiß, dass es irgendwie in Amerika so an die 60.000 irgendwie tote Kinder, also von Schusswaffen oder so im Jahr gab oder gibt. Kann sein. Irgendwie sowas in der Idee, auf jeden Fall eine sehr dramatische Runde. Erinnert jetzt aber nicht an einer Zombie-Apokalypse. Ja, aber wenn du jetzt davon ausgehst, dass in einer Zombie-Apokalypse halt einfach mal, aber weiß ich nicht, 10% oder 15% von dieser Bevölkerung da drüben anfangen, gewaltsam sich Sachen so zu holen, kannst du dir halt auch vorstellen, dass da die generelle Bevölkerung schnell... Das kann halt echt sein, dass das so ein bisschen von Land zu Land unterschiedlich ist. Ist halt auch, dumm so. Das hat aber nicht auch mit der Bevölkerungsdichte zu tun. Verschwendest du wirklich deine Waffe und deine Na gut, okay, klar ist dann halt auch so, dass der Nachbar, den du erschießt, hat dann selber wahrscheinlich auch Waffen, die du klauen kannst. Und wahrscheinlich der Gedanke, mit dem du weiter. Ja, aber der Grundgedanke war jetzt halt so von wegen, verschwendest du deine Munition für einen Menschen, mit dem du halt theoretisch auch reden könntest,
mit einem Zombie kannst du halt nicht verhandeln. So. Also die ganze Aber wenn du halt bei jemandem in die Wohnung reingehst und sagst, ey, was geht ab, ich hab Hunger, darf ich dein Essen mitnehmen, wird dir die Hand nicht geben. Ja, nicht. Aber du würdest wahrscheinlich auch, das würdest du in echt niemals machen. Nee. Einfach in eine Wohnung gehen und sagen, kann ich dein Essen haben? Ja. Der würde dich halt umboxen, weißt du? Also komm halt hier. Das ist richtig. Also wenn du halt wirklich in andere Wohnungen gehst und das Essen hast, dann bist du halt wahrscheinlich übelst am Verhungern. Und dann ist halt die Frage, wie moralisch ist derjenige? Vielleicht sind ja auch nette Menschen da drin. Irgendwelche Christlichen, die dann Nächstenliebe machen und die geben dir ein Schiff vor. Das sind alle Menschen übelste Monster. Und wenn du jetzt, wenn du hart am Verhungern bist, dann lassen die dich doch nicht vor der Tür liegen und warten, bis du verhungert bist. So, du kratzt dir da deine Fingernägel blutig an der Haustür und die haben die ganze Zeit so einen Charme. Wir sitzen drin und spielen Skat. Das ist eine Fantasie. Ja, aber das Schamme, da würde ich halt echt sagen, dass sie dich wegscheuchen oder. Also weg von raus. Nein, die kommen mit zum Besen so von der Veranda kehrend. Junge. Naja, aber. Vielleicht halten sie dich halt auch für einen Zombie. Dann schon wie ja, vielleicht halten sie dich halt auch für einen Zombie. Ja, wenn du dir deine Fingernägel blutig kratzt, dann schon vielleicht. Aber wenn du Bobber im Mund hast. Oh Mann. Ja, stimmt, das sind trotzdem. Wenn du Apfel und. Nee, aber das ist halt wieder diese Frage so von wegen Fiktion, Realität so. Du in einer Welt, wo halt alle Zombies sind, da freust du dich doch. Also wenn dann halt ein verhungernder Mensch ankommt, bist du dann so assi und sperrst ihn halt aus. So. Das ist halt, klar, das ist halt wie so durch die Filme so geprägt, dass wir denken würden, ja na klar, du brauchst halt dein eigenes Essen, aber wir sind halt doch alle moralische Wesen, so von wegen. Also der Punkt ist eigentlich, klar, es gibt bestimmt Menschen, die halt nett sind und so, und du kannst halt auch selber nett sein. Und es kann halt fünfmal gut gehen. Aber irgendwann wirst du halt diesem einen Menschen oder dieser einen Gruppe begegnen, die dich raped. Ja, und dann bist du halt tot. Oder du bist halt vergewaltigt. Also willst du generell immer alle rapen? Nein, ich sag nur, dass man das halt nicht vergessen sollte. Man muss halt. Das also, ist klar, man braucht halt einen Grund. Ja, oder auch was du gesagt hast. Ich glaube halt wirklich, dass es ganz anders als in den Filmen sein würde. Ich sag halt nicht, dass man das selber sein würde. Du läufst halt nicht einfach rum und raidest irgendwie den Supermarkt, sondern gehst halt, keine Ahnung, einen Meter weiter, ja, dann wartest du eine Minute, guckst dreimal in alle Richtungen, dann gehst du wieder einen Meter weiter. Halt eher so ein DayZ-Ding. War DayZ, oder? Ja, das Spiel. Mhm. Wo du wirklich jede Sekunde stirbst und das halt auch nicht willst, sondern halt ultra vorsichtig vorgehst. Also ich hab's leider noch nicht gespielt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es wesentlich eher so ist, als, ja, wir gehen jetzt mal schnell in den Supermarkt was holen, sondern du siehst halt irgendwie 300 Meter weiter einen Menschen, denkst du, ach du Scheiße, Konfrontation, egal wie. Aber eben, das denkt er ja auch so. Es sind halt nicht, eben, es gibt halt nicht so. Du weißt halt nicht, was er denkt. Nee, vielleicht läuft er auf dich zu, weil er sich freut, dich zu sehen. Vielleicht läuft er auf dich zu, weil er denkt, geil, Alter, jetzt kann ich wieder. Alter, aber der weiß ja auch halt nicht, wenn du von Weitem so vorsichtig bist, ob du ein Zombie bist oder nicht. Aber jeder Mensch geht ja damit anders um. Und wenn du damit so umgehst, heißt das halt nicht, dass der Mensch dann auch so umgeht. Der muss sich halt nicht drüber freuen. Jeder Mensch geht damit anders. Oder vielleicht freut er sich auch nicht, dich zu sehen. Jeder Mensch geht damit anders um, kann man so auf Sachen sagen, wie von wegen, keine Ahnung, was esse ich morgens auf mein Brot. Aber wenn es um Leben und Tod geht, dann kommen halt auch so Grund. Ja, und dann steht erstmal der Selbsterhaltungstrieb natürlich im Vordergrund, würde ich sagen. Oder? Aber auch die Menschlichkeit. Naja. Das glaube ich halt nicht unbedingt. Das wäre schön, aber. Also ja, das wäre halt schön, aber ich glaube halt nicht, dass es so ist. Weil irgendwo haben wir halt trotzdem, wie du halt gesagt hast, Instinkte und Triebe. Und du willst halt schon überleben, eigentlich, denke ich. Und wenn du das nicht willst, dann. Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt schon meine persönliche Meinung, das wollte ich vorhin eigentlich, weil es zu Ende war, als Resümee machen, aber das ist halt. Das kann dass ich halt machen. Nur mit irgendjemandem noch die letzten paar Tage schön verbringen würde, weil ich eben keinen Bock habe auf diesen Selbsterhaltung. Echt? Also du würdest lieber quasi aufgeben. So. Nein, nicht aufgeben, sondern halt irgendwie es mir nochmal schön machen, als halt. Und dann als halt bei diesem ganzen apokalyptischen Scheiß mitzuspielen. So. Ja, aber Schluss also machen. Wie ich jetzt da rein, würdest du dich dann selbst umbringen? Oder. Auf warten, dass du oder, ja, keine Ahnung, nach einer Woche, der Hype ist vorbei, sag ich mal, es schwirfen nur noch Zombies rum, so ein paar Überlebende. Würdest du dann anfangen, Sachen zu suchen? Ich glaube halt nicht, dass du dich dann einfach irgendwo hinlegst und wartest, bis du stirbst. Weißt du? Ja, die Verhungern ist ja allein schon ein bisschen unangenehm. Nee, aber wenn halt draußen wirklich viele Zombies sind, so kannst du dich gegen die durchsetzen, hast du viele Waffen, so, keine Ahnung, also ist ja auch die Frage, inwiefern du halt bereit bist zu kämpfen, wenn du jetzt halt hier bist und draußen auf der Straße sind so viele Zombies, also ich würde halt denken, so, okay, ich habe eh keine Chance. Also wird sich dann schon eher hier erhängen, oder? Ja, oder halt so aushungern, aber nee, mein Szenario ist ja halt, irgendwie mit einem Geliebten das zu verbringen und dann halt so ein Romeo und Julia-Szenario von wegen so. Sich gegenseitig. Wir gehen zusammen in den Tod. Okay. Ich glaube halt alleine, dass dein Instinkt dich daran hindern würde. Also Romeo und Julia ist halt auch Fiktion.
Also, weißt du, stellst dir einfach vor, du chillst jetzt hier noch eine Woche mit deinem Crush so, ja? Eine Woche, ja, gut. So, dann, okay, ist kein Essen mehr da, im Fernsehen läuft irgendwie auch nichts mehr. Keine Ahnung. Keine Ahnung, die Spülung, was machen wir jetzt? Vielleicht kämpfen wir im Fernsehen Zombies in Arenen gegeneinander. Ja, vielleicht. Hast du zufällig noch einen Zettel gezogen? Nein. Den habe ich schon vor einer halben Stunde gezogen. Aber ich fand das Thema alles, es war halt immer erste Thema, ich wollte jetzt nicht irgendwas dazwischen zuvorst. Ja, so, naja, das waren Zombies in der Regen. So diese, aber es ist halt so diese Superreichen in Amerika, gerade so ja. California, Hollywood oder so, die sind halt alles eh in ihren Villen. Also werden die dann halt einfach, die haben halt so verfickt viel Kohle, das ist keine Ahnung, machen die sich halt ja, einfach krass. Das Geld hat dann auch nicht mehr so viel Bedeutung. Also ich fand das halt ganz interessant, weil das irgendwie nie so zum Thema gemacht wurde, aber es ist eher dann so, wenn die Apokalypse halbwegs bewerkstelligt wurde und sich stabilisiert so, dass man schon vorstellen kann, dass man halt wie so ein Hahnkampf irgendwie dann das als Attraktion benutzt. So. Oh, das ist dann irgendwie. So, Daniel. Oder Wipeout mit Zombies. Ja. Man hängt da hinten Fleisch auf und dann gibt es da so einen Dennis-Kurs und dann gucken wir, ob sie ankommen. Also ich glaube, ich würde schon meine Gruppe nehmen. Ich glaube, wir haben grundlegend, wie sagt man, dieselben... Gewalt und Bedrohung von beiden. Nee, aber halt, dass der Überlebens... Sie basht euch innerhalb der ersten zwei Tage gegen sich den Kopf ein. Der beide tot. Also Daniel würde ich wahrscheinlich... Weiß ich nicht. Also wenn du halt echt so übelst auf... Wir reden mit allen Leuten... Nee, das sage ich nicht. Ja, was sagst du denn dann? Aber ich würde erstmal, ich würde nicht mit der Waffe rangehen und sagen, ey, hier, ich habe eine Waffe, lass uns reden. Was hat Robin gesagt? Was würdest du dann machen? Weiß ich nicht. Ja. Erstmal begrüßen, ganz nett. Hey, hallo. Grüß dich. Grüß dich. Lebst du auch noch in der Zeit? Was ist? Er dreht sich zu dir, also du sagst halt irgendwas, er erschreckt sich, er dreht sich zu dir und richtet die Waffe auf. Aber wenn du was sagst, dann erschreckt er sich nicht, sondern weiß er, der Zombie kommt ja nicht von dir, nö. Hallo. Ja, aber du kannst ja trotzdem, vielleicht hat er schon Begegnung mit anderen Menschen, die ihn versucht haben zu töten. Ja, das ist richtig. Ja, und dann richtet also, er die Waffe auf. Klar, man kann ihn mit Worten auch nicht überzeugen, dass man ein Guter ist oder so. Er richtet dir die Waffe auf dich und dann sagst du... Ja, nimm den Snickers und geh. Ja, dann sagst du, okay, sorry, ich wollte nur einen Snickers, ich geh jetzt. Dann sagt er, okay, lass deine Sachen hier, ich will die mitnehmen. Ja. Dann hast du deine Sachen wahrscheinlich. Ja, dann ist es ein Asi. Ja, und dann machst du es beim nächsten wieder so, oder was? Ja, ich kann ihn ja verfolgen und dann ausrapen dann. Aber dann hast du ja keine Waffe mehr. Hey, ich brauch keine Waffe um mich. Ausrapen? Wann das, Alter? Ja, also. Boah, Rape geht so lange, bis er ausgeweitet ist, oder? Ich weiß nicht, auf. Nee, also klar, wenn er dich dann selbst ausraubt, ist natürlich scheiße. Ja. Also ich halte es halt sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Und das Risiko, ja, aber dass du dann gleich mit so einer Haltung rangehst, ist aber. Dann ist es ja wahrscheinlich, dass es passiert. Also dann wird es ja passieren, wenn du mit der Haltung schon rangehst. Ich glaube, dass es am Anfang schon wahrscheinlich so ist, dass die Leute dir vielleicht nochmal helfen. Ja. Aber ich glaube, je länger sowas stattfindet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dich eben. Das kann auch sein. Wenn es aussichtslos ist. Am Anfang denkt man vielleicht noch, die Politik stabilisiert sich und will jetzt kein Verbrechen begehen oder so, falls es dann doch noch sanktioniert wird im Nachhinein. Keine Ahnung. Aber ja, also spätestens nach einer Woche, wenn dann wirklich weltweit alles voll ist, dann ist das, glaube ich, hinfällig. Ja. Vielleicht sagt man dann mit seiner Waffe, hey, hier, lass uns reden. Aber lass die Waffen runternehmen oder so. Also, ich würde ihn halt nicht so hart bedrohen, von wegen. Ich bedrohe ihn ja nicht. Ich sag nur, ich bin im Besitz einer Schusswaffe. Ich möchte sie nicht benutzen. Ich möchte nicht, dass du deine benutzt. Yeah. Auf mich gerichtet. Also, gib mir bitte einen Snickers. Diese Kuh. Den Rest kannst du behalten. Und wenn du noch einen Snickers da hast und beide wollen es, dann lass es uns teilen. Und wenn er Nein sagt, sag ich... Weil er es gerade in der Hand hat. Ja. Und dann sagst dann sag ich, ey... Vielleicht hab ich ja hier irgendwie Nadel und Faden oder so irgendwas, was du gerade gebrauchen könntest. Vielleicht können wir ja traden. Das ist halt ein guter Punkt. Aber ich bin im Besitz einer Waffe, also keine Spielhänzchen. Aber wir haben halt nicht mal eine Waffe. Ich wüsste nicht mal, wo ich jetzt hier in Weimar eine Waffe herkriegen sollte. Wir nehmen Franz ein. Also wir könnten halt mit meiner Waffe so tun, als wär's eine Waffe. Ich weiß nicht. Ich glaube, ja, besser. Aber dann wäre es scheiße, wenn er wirklich mit der Waffe auf dich richtet und sieht, dass es deine keine Waffe ist. Also ich habe eine Software und das Plus. Ich habe keine Waffe. Nein, das ist halt keine gute Software. Also, die ist halt wirklich nicht gut. Aber ich weiß nicht, man kann vielleicht schon. Also, ja. Man kann damit jemanden auf den Kopf schlagen. Ja, wenn ich Oma nicht, überzeugen, dass du eine Waffe hast. Ich glaube nicht, würde er sagen. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass man sich gegeneinander. Ich glaube halt, du siehst halt, okay, cool, hey, bist auch hier. Nee, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Na, aber cool, wieso, hey, yo, wieso ist er denn so voll aggressiv? So, er ist also, nicht aggressiv, er ist. Alle anderen sind Zombies! Und dann so, cool, das ist ein Mensch.
So, jetzt ja können wir uns vielleicht zu zweit noch im Supermarkt verteilen. Aber er ist ja nicht unbedingt alleine. Kommt darauf an, ob du alleine unterwegs bist oder ob du eine Gruppe hast und nur für also die Nachrichten holen sollst. Und dann fragst du vielleicht, dann entsteht halt vielleicht so, krass, du triffst eine andere Gruppe, die es anscheinend auch geschafft hat zu überleben und vielleicht so, yo, krass, wie habt ihr geschafft? Wo ja, aber dann kommt es ganz schnell zu Rivalitäten wahrscheinlich. Auch warum? Meinungsverschiedenheiten einfach. Das wollte ich übrigens auch sagen, soll ich dir auch bei dir mit drauf kommen? PlayStation oder Xbox. Ja. Genau das. Also das Ding ist, was Daniel vorhin gesagt hat mit dem Aufteilen, da bin ich halt echt dagegen, weil ich glaube, du bist halt trotzdem wirklich immer stärker, wenn du als Gruppe spielst. Ja, dann gehen halt zwei los, aber ich würde nicht, dass alle fünf losgehen. Nee, das würde ich auch nicht machen, aber schon so, dass man wenigstens sich gegenseitig absichern kann. Ja, zwei oder drei Leute. Also, es kann halt aber wenn du halt alleine bist, kannst du dann halt auch wegrennen. Wenn du zu zweit bist und die rennen beide in die andere Richtung, dann hat du dich verloren. Aber dann weiß man halt trotzdem, wo man hin muss und dann hilft es vielleicht, irgendeine Gruppe aufzusplitten. Dann bist du am Ende trotzdem alleine unterwegs. Ja, aber es kann auch passieren, dass du irgendwo runterfällst oder so und da andere zieht sich. Ja, es kann halt immer irgendwas Dummes passieren, wo man einfach Hilfe braucht oder wo man einfach. Hilfe! Entschuldigung. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, warum das gerade so hochgekommen ist. Aber es gibt halt auch immer. Ihr macht das bitte nicht, das lenkt mich ab. Aber es gibt halt auch immer Situationen, wie so in so einem Supermarkt, ist es wahrscheinlich. Also, du hast halt eine höhere Chance, dass der dir das Sneakers gibt, wenn er sieht, dass du. Zwei Leute. Das ist klar. Wenn zwei ihn bedrohen, ganz höflich, hier, wir haben eine Waffe. Wir haben höflich bedrohen, nur informieren. Höflich bedrohen, habe ich gesagt. Also, wir haben beide eine Schusswaffe. Entschuldigung, ich würde dich jetzt einmal bedrohen, nicht, dass du dich angegriffen fühlst. Nicht, dass du dich erschreckst. Aber ich will ja auch überleben. Ja, aber wenn man sagt, hier, wir haben beide eine Schusswaffe, wir möchten die echt nicht benutzen, aber wir würden halt auch gerne Snickers haben. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Es wäre schön, wenn du dich dabei versprichst und sagst, ja, wir haben beide eine Waffe, aber keine Munition drin. Oh, nee, wir haben... Es wäre wünschenswert, wenn die Menschlichkeit noch so weit wäre. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber ich glaube, Daniel würde sehr schnell sterben mit seiner Herangehensweise. Moin! Hey, schön, dass du auch hier bist. Wenn du nur Moin sagst, der schießt ja nicht sofort. Warum sollte er sofort schießen? Du bist nicht kein Zombie. Nicht sofort schießen, aber er geht kein Risiken ein. Du würdest auch keine. Ja, aber du bedrohst ihn ja nicht, deswegen hat er keine. Er hat keine. Es kann keine Gefahr. Sagen, so dass du Ablenkung bist und dann von hinten geraped, kann genauso sein. Deswegen schießt er lieber nach da und guckt sich da. Also, man könnte halt auch immer noch sagen, wenn man zu zweit hingeht, was ich mal kurz einbringen will, man geht da halt vorsichtig rein, guckt, okay, da ist ein Typ. Wir gehen mal davon aus, er hat es noch nicht gesehen. Sagt, hier, du positionierst dich jetzt auf der anderen Seite des Raums. Ich gehe hin und schaue, wie er reagiert. Wenn er mich bedroht oder so. Genau das, was Robin gerade gesagt hat. Genau das. Und damit rechnet er halt auch, weil der auch keine Risiken eingeht und vorsichtig ist. Wenn ihr zu zweit seid und du gehst hin umwaffen und sagst hier, und der reagiert cool, kann man dann sagen, okay, hier, was tauschen. Wenn er halt die Waffe zieht, kommt halt der andere Typ von hinten und hält ihm die Kanone an den Kopf und sagt, okay. Es ist halt völlig davon abhängig, was man für Menschen trifft. Ja. Deswegen ist es halt auch wichtig. Ich glaube, eine allgemeine Regel gibt es halt nicht. Deswegen, wenn da eine alte Omi steht und einen Sneakers holt, dann denkst du nicht, dass sie gleich mit der Waffe dich abschießt. Aber Gott, du stirbst doch eh jetzt. Es ist doch wesentlich wahrscheinlicher, dass von 10 Versuchen auf Leuten zuzugehen, einer dabei ist, der nicht cool ist. Es muss halt nur einer sein, der nicht cool ist. Als andersrum, wenn du vorsichtig vorgehst, dass alle cool sind, weißt du? Lieber doppelt vorsichtig. Ja, aber wenn das jeder macht, dann ist im Endeffekt keiner cool mehr. Ja. Weil dann bist du auch der Typ, der mit der Waffe reinkommt, obwohl du dich eigentlich als jemanden siehst, der cool ist. Wenn überall Zombies rumrennt, ist halt auch nicht mehr jemand cool. Also, was er hat halt recht. Ja, aber ich geh ja nicht rein, hier, gib mir das Snickers, sondern sag, ey. Ja, dann kommen alle rein, ey, ich bin eigentlich kein Böser, aber ich hab ne Waffe. Eben, dann macht das jeder. Und dann ist im Endeffekt immer diese Spannung da, dann stirbt dann halt auch mal einer, weil... Dann weiß man, geht immer rein und immer hat jeder eine Waffe, das ist dann... Dann sind nicht mehr nur einer von 10, sondern 10 von 10 Leute eine potenzielle Gefahr. Ja, stell dir halt mal vor, dass du das gar nicht mehr sagen musst, sondern dass das alle wissen. Ja, und dann ja, weißt du, wie sicher du in Amerika lebst. Ja, stimmt. Naja, und dann weiß man, dass jeder Mensch, den man trifft, Snickers will. Die Sache ist, hier hat natürlich auch nicht gleich jeder geschossen. Ja, so, nee, ist ja nicht ich wollte nicht auf Amerika hin. Ich mag übrigens keine Snickers. Ehrlich gesagt, bei jemandem. Ich finde Milky Way viel besser. Nee. Also das ist jetzt die Abrundung zu dem Thema. Milky Way finde ich aber echt nicht geil. Aber was ich jetzt noch ganz sagen wollte. Lion ist noch geil. Das ist übrigens auch gut. Sag's mal schnell. Lions. Nee, wie heißt das? Du wolltest was noch ganz schnell sagen. Das sagst du ganz schnell. Fragen. Nein, das ist viel zu langsam. So, was ich sagen wollte ist. Ich bin jetzt ein bisschen unter Druck und hab's vergessen. Okay. So, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Davis Schulz, meine Damen und Herren, hat das letzte Wort verkackt. Ja. Hashtag, wenn was Ernsteres sein sollte.
Sag uns das nächste Mal. Zuletzt haben wir uns ein wenig im Kreis gedreht, aber das passiert. Was ist da? 37 Minuten nochmal drauf, sehr gut. Ja, schreibt in die Kommentare, ob wir vielleicht nochmal über einen ernsteren Weltuntergangsszenario Hepatitis B sprechen sollen oder auch nicht. Und Davis Schulz, meine Davis Damen Schulz. Und Herren, das letzte Wort. Drops. Ja. Und die Tür geht auf. Gott, und die Tür geht auf. Alter, wir sind jetzt 48 Stunden, nachdem die Tür aufgegangen ist. Draußen laufen überall Zombies rum. Hä, nee, aber die Tür ist halt gerade aufgegangen, sonst ist aber nicht mit reingekommen. Doch, die ist wieder zugegangen. Achso, der hat nur kurz geguckt. Alter, vielleicht war das der... Also vielleicht war wer ist da? Daniel, vielleicht war das Hallo? Wirklich der Typ, der hier... Können wir alles reden? Hallo? Ey. Wir haben eine Waffe, aber wir können reden. Wir haben eine Waffe, wir wollen sie nicht benutzen. Okay. Alter, da sind halt Geräusche. Also ich gehe erstmal hin und frag... ob sie tauschen will. Wir haben eine Waffe. Wir wollen die beide nicht benutzen. Oh, oh Gott, was ist das für ein Wesen? Es ist ein Mädchen. Es ist ein Mädchen. Achso, du wirst sie. Wir haben hier ein Buttermesser. Also, wir können auch ganz nett Geschlechtsverkehr machen, aber wir haben Waffen und wir können nicht. Hey, der Effekt geht verloren, wenn du das so filmst. Hey, Maggie, wo würdest du hingehen, wenn jetzt Zombie-Apokalypse wäre? Wahrscheinlich hierher. Weil hier würde ich mich sicher fühlen bei den ganzen tollen Menschen, die hier sind. Ja, und würdest du noch Essen holen so? Oder? Maggie, willst du noch Essen holen? Willst du jetzt Essen holen gehen? Also, wir können das ausdiskutieren, wir haben halt alle Waffen. Wir wollen diese Waffen auch nicht benutzen. Folgendes Szenario, ja. Deine Mutter hat Diabetes. Ja? Du kaufst eine Insulinspritze für die. Okay. Gehst in den Supermarkt, ja? Ja. Eine Woche schon Zombie-Apokalypse gewesen. Und da ist jetzt eine Person, die holt diese letzte Insulinspritze. Ja. Was machst du? Wie gehst du auf diese Person zu? Du hast, eine Waffe. Du hast eine Waffe. Kannst aber ich würde zu ihr hingehen und erstmal mit ihr reden. Aha. Wie würdest du. Geh mal hin. Also, wie würdest du sag mal was. Was würdest du sagen? Tu mal so, als wäre Herr Rot ist die Person. Und sagst du, hey, für was brauchst du denn die Insulinspritze? Für meine kranke Mutter, sagt die Person dann. Dann sag ich, hey, ich brauche die auch für meine kranke Mutter. Ja, da haben wir ein Problem. Ich brauche die dringend. Er hat sie halt schon in der Hand. Also ja. Aber eine Insulinspritze kann man nicht teilen. Ja. Kann man nicht? Kann man nicht Hälfte spritzen? Nein, kann man nicht. Bringt ja auch nichts. Ich überzeuge ihn davon, dass man die doch teilen kann. Ja, vielleicht will ich ihn überzeugen, wenn sie dann klauen also, und dann wegrennen. Aha, klauen. Siehst du, weil nämlich alle Menschen in der Zombie-Apokalypse aber dann sind wir halt wieder bei der Geschichte, wenn sie dem Typ wieder begegnet. Jetzt drehen wir uns nicht länger. Wird er sie halt jetzt beenden wir das auch einfach mal. Nur weil Maggies Mutter wirklich dringend braucht, klauen. Wenn sie wirklich dringend bräuchte. Gut. Auf jeden Fall ist das ein schönes Bild. Das hat er hier richtig gut aufgehalten. Alter, oh. Ja. Das ist echt gut. Hä? Ist das entstanden? Ja. Ah ja, hier ist er. Auf jeden Fall Schlusswort, Margarete. Schlusswort, Zombie-Apokalypse ist nicht schön.